Sehr geehrter Herr Senator, lieber Klaus, liebe Mitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich in der Akademie der Künste zu einem zweitägigen Gedankenaustausch, einem Kongress aus gegebenen Anlass. Vorsicht Volksbühne soll auch heißen, das Thema ist nicht leicht anzufassen. Es hat die Gemüter aufgewühlt, wie selten ein kulturpolitisches Thema in Berlin, und es war und ist mit Verletzungen und Verwerfungen verbunden. Auch darüber wird sicherlich noch zu reden sein. Die Akademie der Künste möchte, wie sie es schon mit der Diskussion zum Ensemble Theater Ende des letzten Jahres getan hat, ein Forum bieten. Sie ist dabei nicht Partei. Unter den Mitgliedern aller Sektionen gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten, sowohl zur Bewertung der vergangenen Entscheidungen und Debatten als auch dazu, was die Zukunft bringen sollte. Aber die Akademie der Künste nimmt sehr wohl Partei für die Kunst und für das Theater, indem sie ein offenes und neutrales Forum für dieses, die Stadtgesellschaft, die Theaterlandschaft und die mediale Öffentlichkeit weiterhin bewegendes und kontrovers diskutiertes Thema bietet. Damit tut sie das, was ihr satzungsgemäßer Auftrag ist. Sie vertritt den Anspruch der Kunst in der Gesellschaft. Sie unterstreicht, dass es bei dieser Diskussion nicht allein um das Theater als Institution, sondern um die Kunstform Theater geht, um ihre produktiven Erfordernisse, ihre Gegenwart, ihre Zukunft und immer wieder auch ihre Erneuerung. Die Volksbühne ist zu einem Symbol des kulturellen Zusammenwachsens der Hauptstadt geworden. Dafür sind wir dem Ensemble, dem Intendanten Frank Castorf und allen Künstlerinnen und Künstlern der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz dankbar. Dies bedeutet auch eine Verpflichtung jetzt, wenn wir über die Zukunft der Volksbühne als Teil der Zukunft Berlins wieder so genau nachdenken sollten, wie es seinerzeit übrigens auch Akademiemitglieder in dem Theatergutachten 1991 taten, vor dem Hintergrund einer veränderten Welt. Die Geschichte der Volksbühne ist mit der Akademie der Künste verbunden, auch durch ihr Archiv, das in der Akademie bewahrt wird, und durch viele ihrer Mitglieder, frühere und auch jetzige, darunter auch Frank Katzdorf. Im Übrigen, das Archiv, das in 600 übernommenen Umzugskisten, das muss man sich vorstellen, eines der größten Bestände der Abteilung Theater im Archiv. Das ist die Volksbühne in Umzugskisten. Nicht alle Mitglieder können heute an den Diskussionen und morgen aktiv teilnehmen. Wenn Sie die eine oder den anderen auf dem Podium vermissen, bitten wir Sie zu bedenken, nicht alle, die wir gefragt haben, konnten es einrichten, und es lag uns auch daran, Facetten des Themas zu vertiefen und kontrovers zu sein, ohne an der Oberfläche des schon Gesagten zu bleiben. Die Mitwirkenden auf dem Podium sollen circa eine Stunde Gelegenheit zu einem intensiven Gespräch haben. Danach bitten wir das Publikum, an einer gemeinsamen Debatte teilzunehmen. Wir danken, dass Sie so kurzfristig bereit waren, Ihre Gedanken nochmals fokussiert auf das Thema zu richten und der Diskussion Ihre Expertise zur Verfügung zu stellen. Dank an alle, die die Initiative zu dieser Veranstaltung ergriffen und sie engagiert vorbereitet haben. Darunter Thomas Martin für das ehemalige künstlerische Team der Volksbühne und unsere Mitglieder Ulrich Kuhn und der stellvertretende Direktor der Sektion Darstellende Kunst, Nele Hertling und Christian Grashoff, sowie die unermüdliche Caro Rehberg, Sekretär der Sektion Darstellende Kunst. Dank auch an Klaus Dörr, den kommissarischen Intendanten der Volksbühne, dafür, dass er bereit war, sich trotz großer Anforderungen an der Diskussion zu beteiligen. Dank an die Senatsverwaltung für Kultur und Europa für ihre Unterstützung,
die es unter anderem ermöglicht, die Diskussion als Livestream einer größeren Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Gibt es ein deutsches Wort für Livestream? Wahrscheinlich nicht. Also, aber danke trotzdem, dass wir diese Diskussion als Livestream einer größeren Öffentlichkeit verfügbar zu machen und sie später als Sonderheft von Theater der Zeit nachhaltig zu dokumentieren. Dank an die Stiftung Brandenburger Tor für die gastfreundliche Einladung, morgen nach Ende des Kongresses die Gespräche im Max-Liebermann-Haus ausklingen zu lassen. Ich wünsche uns allen bis dahin einen intensiven, bereichernden und konstruktiven Austausch. Danke. Auch im Namen der Sektion Darstellende Kunst begrüße ich Sie herzlich und danke unserer Präsidentin, dass sie sich für dieses Thema, das ja viele Menschen auch jenseits des Theaterlebens so interessiert, und wir sehen das ja auch an dem Interesse hier in dieser Veranstaltung. Sie haben in Ihrem kleinen Programmzettel den Ablauf. Es wird jetzt 5 Statements geben, die wir erbeten haben aus einem eher persönlichen, eine Art Vision, eine Idee zur Volksbühne. Am Ende dieser 5 Statements gibt es dann die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Dann gibt es eine kleine Pause und dann beginnt das erste Panel und wird dann morgen fortgesetzt. Am Ende des heutigen Tages sind wir auf Einladung des Senators dann noch oben in unserem Clubraum eingeladen zu einem informellen Get-Together und weiteren Gesprächen. Und ich hoffe, dass wir zu einem wirklich lebendigen Austausch kommen. Ich bin sicher und ich hoffe, dass sich daraus etwas ergibt, woraus sich die Zukunft der Volksbühne dann gestalten lässt. Und ich wünsche Ihnen einen anregenden Nachmittag und Abend. Klaus Völker, bitte. Ist Berlin noch eine Theaterstadt oder, wie die Berliner gerne behaupten, eine Theatermetropole? Eine Theaterszene, insbesondere eine bunte, unüberschaubare, freie Theaterszene gibt es zweifellos. Aber haben deren Aufführungen eine mehr als insiderische künstlerische Strahlkraft? In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts jedenfalls war Berlin unbestreitbar eine Theatermetropole, eine Theaterstadt mit einer ganz jungen Tradition und mit einer Volksbühnenkrise. Deutschland war ja bis zur von Napoleon erzwungenen Bildung einer Nation, die der Kleinstaaterei ein Ende bereitete, ein Residenzenstaat. Und unser in der ganzen Welt sehr beneidetes Stadt- und Staatstheatersystem ist aus der Unmenge von einstigen Hof- oder Residenzbühnen hervorgegangen. Erfreulicherweise war das Bürgertum, das die monarchischen Strukturen beseitigte, am Erhalt der Theater interessiert. Als Folge der Reichsgründung und der Rolle, die Berlin nach 1870-71 als Hauptstadt zu spielen begann, kam es zu Theaterneugründungen und vielen neuen Theaterbauten. Die Zahl der bisher schon vielen Aufführungen von Possen, von bürgerlichen Lustspielen und dann allmählich auch von Operetten stieg enorm, doch gleichzeitig gewannen auch fortschrittlichere und politisch freisinnigere Bestrebungen an Boden. Besonders in Berlin hatte die Volksbühnenbewegung Erfolg. Mit der Gründung der Freien Bühne 1889 und dann der Übernahme der Direktion des Deutschen Theaters durch den Kritiker Otto Brahm 1894 begann das literarisch qualifizierte Theater eine Rolle zu spielen. Brahm war der erste Vertreter eines dezidierten Regietheaters, dessen Voraussetzung ein dramaturgisches Programm und der Aufbau eines erstklassigen Schauspielerensembles war. Er engagierte auch den jungen Max Reinhardt, der bald sein Antipode und 1905 schließlich sein Nachfolger als Direktor des Deutschen Theaters wurde. Von der Jahrhundertwende an war die Reichshauptstadt auch die unbestrittene Theatermetropole Deutschlands.
Die Konzentration der Talente wirkte künstlerisch äußerst belebend und die Konkurrenz wirkte sich in jener aufsteigenden Phase meistens positiv auf die Qualität aus. Vor allen Dingen war jedes Theater bestrebt, ein eigenes Profil zu bekommen und nicht das zu machen, womit der Konkurrent gerade enormen Erfolg hatte. In so mancher Hinsicht war Berlin damals liberaler, weniger zopfig und weltstädtischer als die gewachsenen Theaterresidenzen München und Wien. Ein besonderes Ereignis war die Gründung der Freien Volksbühne 1890, in jenem Jahr, als es der Sozialdemokratischen Partei gelang, die Sozialistengesetze zu Fall zu bringen und Bismarcks Abgang von der politischen Bühne zu erreichen. Von den fortschrittsbewussten Bürgern wurden die Theater als die von allen Bildungs- und Unterhaltungsstätten kulturell und politisch wichtigsten Einrichtungen angesehen, um die Kunst dem Volke nahezubringen und sie als ein Widerstandspotenzial zu betrachten, als eine Möglichkeit, dem blind gehorsamen Untertan zur Entwicklung eines kritischen Bewusstseins zu verhelfen. Die Keimzelle des Volksbühnengedankens geht auf die Friedrichshagener Naturalisten zurück, also auf Bruno Wille, Wilhelm Bölsche, die Gebrüder Hauptmann, die Gebrüder Hart und Peter Hille. 1890 publizierte Bruno Wille einen Aufruf zur Gründung der Freien Volksbühne, dessen hauptsächliches Bestreben es war, einen Mitgliederverein zu schaffen, der den finanziell schwachen Eintrittskarten zu günstigem Preis vermitteln, aber auch Theaterleiter ermutigen sollte, interessante Stücke in den Spielplan zu nehmen, nicht nur die sicheren Kassenrenner. Außerdem konnte man, indem man nur eine für Mitglieder geschlossene Vorstellung ansetzte, eher auch Stücke spielen, die ansonsten der politischen Zensur anheimfielen. Gerhard Hauptmanns Die Weber gelangten so zur Aufführung und zur Wirksamkeit. Und die Dramen von Ibsen, Hauptmann, Gorki, Tolstoi, Strindberg, Wilde und Wedekind konnten sich mit der Zeit durchsetzen. 1914 war es soweit, dass der Volksbühnenverein auch ein mit eigenen Mitteln in Auftrag gegebenes Theater eröffnen konnte, die von Oskar Kaufmann am Bülowplatz gebaute Volksbühne. Wer sollte sie leiten? Die Organisatoren begingen den Fehler, keinen geeigneten Theatermacher zu suchen, der um die Bedürfnisse einer Volksbühne, ihren besonderen Spielplan, ihre Ausdrucksform besorgt sein würde, sondern sie hielten nach einem großen Namen Ausschau, der ihr Haus zu einem weiteren berühmten Berliner Theater machen würde, in das man geht. Die Volksbühne, eine Gemeinschaft, Zitat, im Ursprung gebunden durch Arbeit, Weltbild und Gesinnung, wurde eine Abnehmerschar von Theatervorstellungen, wie sie das übliche bürgerliche Publikum liebte. Zum ersten Direktor der Volksbühne wählte man den Stellvertreter Otto Brahms, Emil Lessing, ein Handwerker der Ideen Brahms. Die zuverlässige Handwerksgesinnung von 1890 entsprach aber nicht mehr den sozialen Problemen im Jahre 1914 und deren theatralischen Ausdrucksformen. Nach der kurzen Lessing-Zeit, inzwischen war der Erste Weltkrieg ausgebrochen, vertraute man das Geschick der Volksbühne Max Reinhardt an, dem genialen Vollender des großbürgerlichen Theaters, damals vergleichslos in seinen Leistungen und unerschöpflich in seiner künstlerischen Wandelbarkeit am Deutschen Theater. Herbert Jehring kommentierte die Entscheidung, die Volksbühne dem Deutschen Theater zu assoziieren. Zitat, Max Reinhardt und die Volksbühne, gewiss, es war Krieg, künstlerisches, technisches Personal und Besucher schmolzen zusammen, Reklamationen wurden schwieriger, der Bestand der Volksbühne war gefährdet. Versorgung mit Vorstellungen in verwirrter Zeit, von hier aus schien die Übergabe an Reinhardt verständlich. Verständlich, wenn sich die Verantwortlichen bewusst gewesen wären, dass es eine Notaktion, eine Verlegenheit in der Gegenwart, ein Irrtum für die Zukunft sei. Der Vorstand aber hatte Blut geleckt. Ihm gefiel das Manöver. Für ihn war es bezeichnend, so waren weniger die Reinhardt-Jahre selbst bedenklich, als die Blindheit des Vorstands vor ihren Konsequenzen. Jetzt war man haltlos an die Bewunderung großer Namen ausgeliefert.
Man brauchte sich nicht mehr selbst um eine richtige Lösung zu bemühen. Man wurde mit Stücken und Schauspielern beliefert. Das deutsche Theater ließ gnädig und von oben herab seiner Filiale etwas zukommen. Die Schauspieler hatten keine Beziehung zu den Massen, für die sie spielten. Künstlerisch die Sehnsucht, dem bürgerlichen Theater gleichzukommen, organisatorisch die Absicht, die Verantwortung zu verschleiern. Alles das, was heute, das war im Jahr 1927/28, alles das, was heute Schaden und Niedergang der Volksbühne bezeichnet, war damals schon vorgebildet. Auf der einen Seite das respektvoll der Vergangenheit gewidmete Repertoire, das Einlullen durch glänzende Dekorationen und musikalisch melodramatische Effekte, auf der anderen das Verpachten der Theater an fremde Direktoren, denen man Mitglieder schickt, die Vermischung von Gemeinwirtschaft und Privatwirtschaft, Volksbühne und doch nicht Volksbühne. Solche Überlegungen spielten auch für die Herren Müller und Renner eine Rolle, als sie den Kurator Derkon zum neuen Hausherrn der Volksbühne machten. Die Strukturendebatte, also die Vorwürfe, das Stadttheatersystem sei zu unbeweglich und verhindere Experimente, arbeitet den Politikern in die Hände, die Investitionen in Sozialarbeit und Bildung sparen wollen und diese Aufgaben den Theatern zuweisen und die Intendanten ermuntern, die Ensembles abzubauen, keine Anrechte entstehen zu lassen. Junge Schauspieler sind viel billiger. Mobile Verhältnisse sollen geschaffen werden. Kultur ist ein ökonomischer Faktor geworden. Demokratie, Mitbestimmung sind ihres politischen Inhalts beraubt. Professionalität und Qualität werden unwichtig zugunsten manipulativer Gleichmacherei. Statt mehr Möglichkeiten für unentfremdete Arbeit zu schaffen, werden Arbeitsstunden abgebaut und dafür Freizeit geschaffen, die Ausbeutung in eine Freizeitindustrie verlagert. Auch die Volksbühne möchte man in ein beliebtes Geschäftstheater verwandeln, kein Theater fördern, das Mobilität als bewegliches, eingreifendes Denken versteht und dessen künstlerisches Programm zu Widerspruchsgeist, Offenherzigkeit und poetischer Freigeisterei anregen möchte. Jetzt diese kurze Überlegung noch. Leopold Jessner wäre 1914 der richtige Mann für einen Anfang als Aufbruch gewesen. Der Vorstand der Volksbühne aber wollte nicht beginnen, sondern hinterherziehen. Das neue Haus der Volksbühne war eine Bühne mit allen räumlichen Möglichkeiten. Eine Bühne für Massen, großen Ausdruck, für politische Dramen und aggressive Revuen. Ausdrucksstarke Stücke, ausdrucksstarke Schauspieler hätte man gebraucht. Auch noch 1919, nach dieser kurzen Zwischenära mit Reinhardt, hätte man Leopold Jessner wählen können und eben nicht Friedrich Kaiser, der ein Priester der Schauspielkunst war. Für alle Unentschiedenheiten der Volksbühnenvertreter versuchte Julius Barb, der ein kluger, aber zu betulicher Sozialdemokrat war, das gedankliche dramaturgische Gerüst zu liefern. Es gab zwei Regiebegabungen, deren besondere Qualität er aber nicht hervorhob, Ludwig Berger und Jürgen Fehling. Der eine verkrachte sich, der andere wurde wegengagiert. Der Vorstand der Volksbühne erwies sich als inkompetent in künstlerischen Dingen. Sie waren SPD-Funktionäre und Kunstbanausen. Die immer einflussreicheren und im Intrigieren erfolgreichen Strippenzieher waren die Herren Neft und Siegfried Nestripke. Nach Friedrich Kaiser kam Fritz Holl, kein Gestalter, nur ein mittelmäßiger Stadttheaterintendant ohne Durchsetzungskraft. Man wollte nicht einmal den Schein eines künstlerischen Direktors. Der Regisseur Erwin Piscator war der Einzige, der aus der Volksbühnenbewegung hervorgegangen ist, der nicht von außen geholt wurde. Aber er verbreitete zu viel Unruhe, er wurde mit vielen Geschützen mundtot gemacht. Denn seine Inszenierungen wirbelten auf. So viel Unruhe ertrug man nicht. Er musste, um Theater nach seinen Vorstellungen und mit zu ihm passenden Mitarbeitern machen zu können, sein eigenes Theater gründen. Vor ihm
Nur Jürgen Fehling mit Tollers Masse Mensch, vielleicht noch Erich Engel mit Brechts Mann ist Mann und dann eben Piscator konnten die Bühnengegebenheiten der Volksbühne auch nutzen, konnten Raum- und Massentheater entfesseln, sie in ihren Möglichkeiten wirklich beherrschen. Piscator verlor den Kampf mit den Funktionären. Die Mitglieder begehrten kaum auf, die junge Volksbühne konnte sich nicht durchsetzen. 1929 übernahm dann Karl-Heinz Martin die Leitung. Auch ihm hatten die theatralischen Experimente der Sowjetregisseure Meyerhold, Tairow und anderer begeistert und zu vergleichbaren Revue- und zirzensischen Spektakeln angeregt. Seine Erfolge mit Frühlingserwachen, Lilium stärkten ihm den Rücken gegen die Verhindererbürokraten. Er wagte Döblins Sozialdrama Ehe, inszenierte nebeneinander von Georg Kaiser, ließ Brecht seine Neufassung von Mann ist Mann inszenieren. Karl-Heinz Martin erklärte, Ibsens Dramen und Komödien der europäischen Zivilisation, Ibsens europäische Dichtungen, die Kronprätendenten Peer Gynt, Kaiser und Galilea, werden auf dem Theater einer nahen Zeit wiedererstehen, wenn Besinnung auf die Vorkämpfer möglich sein wird. Jetzt heißt es zunächst, unserer Art gemäß, den Kampf gegen die ewige kompakte Majorität zu führen. Aber wir wollen das Beispiel des großen Hassers der Menschheit, des großen Liebenden der Menschlichkeit nicht vergessen. Die dramatische Bühne wird ihrem unsterblichen Balzac, wird Ibsen immer wieder Denkmale errichten. Das Credo von Karl-Heinz Martins drei Spielzeiten von 1929 bis 1931 lautete: Mit Freude und Genugtuung sehe ich, wie die Idee der Gestaltung einer neuen Volksbühne entgegen aller Widerstände immer mehr Tiefe bekommt. In bewusstem Gegensatz zum Zufallstheater, zum Zufallsspielplan, das heißt zur Wahl von Stücken und Darstellern aus zufälligen Bedingungen, aus zufälliger Konjunktur und zufälliger Geschmacksrichtung heraus, ein charaktervolles Theater zu schaffen, als Ausdruck eines vorwärtstreibenden, freiheitssüchtigen, kämpferischen Willens, manifestiert im Zeitstück oder im klassischen Werk. Mit anderen Worten, die Bühne einer Vereinigung jener aufzurichten, die im Theaterbesuch nicht nur ein, sei es auch noch so künstlerisch wertvolles Einzelerlebnis suchen, sondern als Teil einer Gemeinschaft ein eigenes Theater ihres Willens und ihrer Meinung erstreben. Ich höre hier auf, wenn das ist das Manifest von Karl-Heinz Martin, ist auch wieder der Programmpunkt Volksbühne nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Aber Karl-Heinz Martin ist sehr schnell gestorben und die Teilung der Stadt führte dann noch zu ganz anderen Problemen und wiederum zu einer freien Volksbühne. Das war aber kein Programm im Sinne der alten Volksbühne, sondern es war eine politische Demonstration gegen die andere Volksbühne. Schönen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, die Aufgabe, ein persönliches Statement zu machen und gleichzeitig im Namen von 40.000 zu reden, werde ich, glaube ich, nicht leisten können, aber das wäre ohnehin eine Anmaßung, denn ich denke, dass es so viele Positionen im Hinblick auf die Petition Zukunft der Volksbühne neu verhandeln gab, wie sie Leute unterschrieben haben. Was ich aber gerne machen möchte heute, ist ein Plädoyer zu halten, für mehr Transparenz und zwar insbesondere im Kontext der Übergangsphase. Der Lappen muss keineswegs um jeden Preis hoch, zumindest nicht, wenn Theater mehr sein soll als Dienstleistung. Dafür stand die Volksbühne und deren Zukunft zu verhandeln, bedarf es jetzt der offenen Auseinandersetzung über ihr Profil, ihre Bedeutung und auch ihren Stellenwert in der Neuausrichtung derzeitiger Kultur- und Stadtpolitik. Und die Grundfrage dafür ist, wer an dieser Auseinandersetzung überhaupt beteiligt wird und inwiefern sie an die realen Entscheidungsprozesse gekoppelt ist.
Das heißt, wer spricht und wer entscheidet. Mir ist durchaus klar, wie schwierig die momentane Situation für alle Beteiligten ist. Dieser Kongress mit Statements und Podiumsdiskussionen mag daher als Stimmungstest für die Politik dienen. Aber was er nicht ersetzen kann, ist ein nachhaltiger, für alle Akteure und Akteurinnen offener Entscheidungsprozess. Ohne die Einberufung eines gänzlich anders ausgerichteten Beratungsgremiums bleibt es bei einer Alibi-Veranstaltung, die eher zur Entpolitisierung des Konflikts als zu einer tragfähigen Lösung beiträgt. Natürlich ist es erstmal toll, dass Leute aus den Gewerken, also von der Volksbühne selbst, eingeladen werden und damit die Mitarbeitenden und auch von Staub zu Glitzer, die an der inzwischen vom Staatsschutz kriminalisierten Besetzungsinszenierung im September beteiligt waren. Denn sie haben die Frage, wem die Stadt und damit auch wem diese Bühne gehört, performativ gestellt. Und dass nun diejenigen aus dem alten Westen, die für die komplette Missachtung künstlerischer Arbeit und lokaler Strukturen verantwortlich sind, fehlen, namentlich der regierende Bürgermeister, war ohnehin erwartbar. Dass aber auch sämtliche betroffene Künstlerinnen und Künstler abgewinkt haben, ist vielleicht symptomatisch, denn zum einen fühlen sich viele in diesem Übergangsprozess übergangen und zum anderen profilieren Einladungspolitik und Format dieses Kongresses vor allem bislang weitgehend unbeteiligte Akteure. Der Protest gegen die Zerstörung der Volksbühne wurde nicht vom Deutschen Bühnenverein getragen, sondern von der Stadtgesellschaft, vom Publikum, von Leuten, denen es um spezifische Produktionsprozesse und Ästhetiken geht und von jenen, die sich dagegen wehren, dass ihre Stadt, und zwar egal woher sie kommen, ausverkauft wird. Und dieses synergetische Momentum im Streit um die Volksbühne wäre eine Chance für eine Kulturpolitik, die sich dem Vorwurf postdemokratischer Hinterzimmerentscheidungen stellt und die Öffentlichkeit anders einbindet, indem sie in anderen Formaten und mit mehr Zeit die Voraussetzungen für einen ergebnisoffenen Prozess schafft, und zwar bevor weitere zentrale Entscheidungen gefallen sind. Mein Job in diesem Zusammenhang ist es auch, die Forderungen der Petition selbstkritisch zu hinterfragen. Diese sollte in der vergangenen Spielzeit eine letzte Geste sein, um dem Desaster der Politik etwas entgegenzusetzen, ohne sie zur Entscheidungsinstanz in ästhetischen Fragen zu machen. Daher lag der Fokus auf Schauspiel, Ensemble und Repertoire als bisheriger Kernbestimmung der Volksbühne. Allerdings ging es darum, mit Blick auf diese spezifische Spielstätte produktionsorientierte kollektive Arbeitsprozesse und ein nachhaltiges Experimentieren mit szenischen Formen zu verteidigen, die nicht einfach unsere Sehgewohnheiten bedienen. Es ging um die Auseinandersetzung mit konkreten Raumbedingungen, darum, die Spieler und Spielerinnen als eigenständige und kollektiv agierende Künstler einzubeziehen und durch die Form hindurch die Frage nach dem gesellschaftlichen Reflexionspotenzial von Theater beziehungsweise nach dessen Relation zur Öffentlichkeit zu stellen. Nun aber kann die damals strategisch notwendige Forderung nach Schauspiel, Ensemble und Repertoire potenziell der bloßen Legitimation des Betriebs dienen. Wie sich vor allem der Stuttgarter Zeitung entnehmen ließ, sind einige Entscheidungen schon gefallen. Der Intendantenvertrag ist verlängert, es gibt Neueinstellungen und es gibt bereits abgeschlossene Verträge für Interimsgastspiele. Und in diesem Zusammenhang wüsste ich gern, ob die genannten Namen als Notprogramm oder allen Ernstes als neues Profil der Volksbühne gedacht sind, die sich dann vom BE, vom DT oder der Schaubühne nicht weiter unterscheiden würde. Und zudem wüsste ich gerne, ob die Spielerinnen und Spieler, die von der alten Volksbühne durch deren Reprofilierung verdrängt wurden, überhaupt gefragt wurden, ob sie wieder an der Volksbühne spielen wollen. Und vielleicht wäre es an der Zeit, dass sich die Politik bei den Künstlerinnen und Künstlern, die von dieser Auseinandersetzung betroffen sind, entschuldigt. Anstelle der erwarteten temporären Wiederaufnahmen von Produktionen, die für die Volksbühne und ihren spezifischen Bühnenraum erarbeitet wurden, soll beispielsweise eine gerade von der ARD in einem flankierenden Fernsehspiel promotete Passepartout-Produktion gezeigt werden. Das heißt, politische Aufmerksamkeitstrigger, was das Thema anbelangt,
leicht finanzierbares Solo, kommensurables Schauspiel, transportables Bühnenbild. Das heißt, das ist eine Produktion, die auf Verkäuflichkeit und Marktförmigkeit angelegt ist und deshalb auch schon getingelt ist. Und ich verstehe die Notsituation im Moment, aber eine solche Bespielung scheint mir in ihrer Betriebsmäßigkeit um einiges weiter von der Volksbühnenästhetik entfernt zu sein, als die Experimente mit einem posthumanen Konzepttheater der letzten Spielzeit. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne die Frage nach den Entscheidungsprozessen nochmal stellen. Um eine kritische Reflexion über Form und Funktion der Volksbühne, also Modelle, Strukturen, ästhetische Formen und eine offene Diskussion über entsprechende künstlerische Setzungen sicherzustellen, bedarf es keiner Alleinentscheider aus dem Feld der Politik oder der Geschäftsführung und auch keiner Findungskommission, die dank ihrer Zusammensetzung erwartbare Ergebnisse produziert. Was wir brauchen, ist ein Nachdenken über eine neue Volksbühne. Und deshalb schlage ich Folgendes vor. Erstens mehr Zeit für die Intendanzentscheidung und zweitens die umgehende und überfällige Konstitution eines Beratungsgremiums. Dieses soll maßgeblich auch Positionen berücksichtigen, die heute neben den betroffenen Künstlerinnen und Künstlern weitgehend fehlen. Das sind an der Auseinandersetzung beteiligte Intellektuelle und Theaterwissenschaftlerinnen, die Berliner freie Szene inklusive des Tanzes, die aus den Fugen geratene kulturpolitische Konstellation tangiert, sowie Stadtsoziologinnen und Aktivisten, die die Umgestaltung einer neuen Berliner Mitte und die Aftereffekte megalomanischer Dachmarkenkonzepte kritisch reflektieren. Unter Berücksichtigung der Gewerke bzw. der Mitarbeitenden an der Volksbühne sollte dieses Gremium in den nächsten 2 Jahren ergebnisoffen, also ohne zuvor bereits eine neue Intendanz vorzubereiten, einen Profilvorschlag erarbeiten und in 4 Feldern arbeitsteilig tätig werden. Es geht also, und das ist ein reiner Vorschlag bislang, um eine Art 4-Punkte-Plan. Und zwar erstens Recherche, eine Bestandsaufnahme. Welche künstlerischen Arbeiten gibt es, mit denen sich an der Volksbühne eine Setzung vornehmen und eine künstlerische Setzung vornehmen und ein eigenständiges Profil bilden ließe? Und zwar auch jenseits des deutschen Horizonts, um Internationalität jenseits von City-Marketing-Phantasmen neu zu bestimmen. Zweitens, das wäre der Punkt Reflexion und Ästhetik. Welche zeitgemäßen Formate stehen in der Tradition der Volksbühne und berücksichtigen ihre spezifische Struktur als Produktionshaus? Und dabei geht es um widerständige Formen und nicht, wie wir in der Zeitung in den letzten Tagen lesen konnten, einfach um widerständige Stoffe. Drittens Organisation. Wie könnte eine zeitgemäße Volksbühne der 2020er institutionell aussehen? Wie ließe sich Intendanz jenseits großer Namen und überkommener Top-Down-Strukturen denken? Wie bestimmt man das Profil der einzelnen Spielstätten, um das auf konkrete Fragen runterzubrechen und entsprechende Zuständigkeiten? Und viertens das Politische. Wie ließe sich ein eigenständiges, parallel laufendes Kongress- oder Diskursprogramm konzipieren, in dem Aktivisten und Soziologinnen städtische, gesellschaftliche Belange in einem eigenen Raum in der Volksbühne verhandelbar machen. Das heißt, da geht es nicht einfach um Spielplanthemen, sondern es geht darum, sowohl die Kunst als auch die Politik ernst zu nehmen. Das Beratungsgremium mit seinen AGs sollte die perspektivische Übergabe der Volksbühnenleitung moderieren und vorbereiten und bereits jetzt interimistische Programmentscheidungen mitbestimmen. Dabei geht es um die Volksbühne als ganz konkretes Theater mit seiner Riesenbühne, seiner Relation zu einem zunehmend den Marktbedingungen unterworfenen und zugleich umkämpften öffentlichen Raum, zu politischen Auseinandersetzungen vor Ort und zu einem seit den frühen 1990er Jahren gewachsenen, ästhetisch und politisch interessierten Publikum. Wenn wir heute tatsächlich an die Bedeutung und Geschichte der Volksbühne anknüpfen wollen, dann brauchen wir kein Theater der Funktionäre, sondern eines, das dazu beiträgt, nachzufragen, wem diese Stadt gehört und was die Institution Theater als Darstellungs- und als sozialer Raum jenseits der Bildungsbürgerbespaßung sein könnte. Danke. Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Vortrag. Ich habe selber auch ein paar Gedanken vorbereitet, die aber weniger instruktiv sind, sondern
versuchen, eine Perspektive auf dieses Haus zu entwickeln, die die Geschichte kurz betrachtet und eigentlich in einem Grundwiderspruch mündet, der viel mit den Ausführungen von Frau Annus zu tun hat, nämlich einem Widerspruch, wie ich ihn empfinde, zwischen dem, was mal die Umweltbewegung war und was die Grünen wurden oder was die, das neue Forum, die DDR, verschiedene Initiativen der Wendezeit waren und was sich dann in neue politische Formen, neue Parteien entwickelt hat. Nicht, dass die schlecht oder grundsätzlich nicht zu begrüßen wären, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied eben zwischen diesen Bewegungen und diesen Institutionen oder Apparaten. Und ich glaube, dass es ein Widerspruch ist, der für bestimmte Zeiten sehr glücklich gelöst wurde in der Volksbühne, aber grundsätzlich im Moment ein Zerreißtest verursacht. Julius Barb, der Name ist schon erwähnt worden, zählte die Gründung der Volksbühne zu den markanten und ganz großen und herausragenden Ereignissen in der Geschichte des Theaters im 19. Jahrhundert, weil, wie er sagt, es zum ersten Mal der Fall war, dass man nicht ein Theater gründet, um Theater zu organisieren, sondern die Volksbühne wurde organisiert, um das Publikum zu organisieren. Das ist etwas sehr Utopisches gewesen. Es ging darum, dass sich eine Bewegung formiert hat, die eigentlich ein theaterfremdes Publikum oder das selber dieses theaterfremde Publikum erstmal war, zu einer Körperschaft vereinte, die sozusagen voraussetzungslos sich der Erfahrung von Kunst, von zeitgenössischer Kunst zuwenden wollte. Und diese, man kann es so sagen, Bürgerbewegung vorbürgerlicher Menschen wurde dann eben diese Volksbühne und schließlich für eine gewisse Zeit die größte Besucherbewegung der Welt. Das war die Volksbühne. Und diese Bewegung hat zwei Häuser gegründet. Zu den Kernideen der Volksbühne gehört die Herstellung eines schöpferischen Lebenszusammenhangs zwischen Dramatiker, Schauspieler und Publikum. So hieß es damals. Regisseure spielten interessanterweise damals nicht diese hervorgehobene Rolle, wie das später der Fall war. Wichtig war, dass diese Publikumsorganisation nicht vorrangig verbilligte Tickets anbieten wollte, sondern, wie Franz Mehring betonte, dieser Verein hatte Prinzipien. Es ging um die Verführung zum stetigen Theaterbesuch, also was man wollte, war nicht einzelne Ausflüge organisieren, sondern man wollte eine lange, den Reisenden verändernde Reise organisieren. Und es ging um die Heranbildung eines vorurteilslosen Verständnisses moderner, das heißt aus unserer Zeit heraus geborener Dramatik und Bühnenkunst. Und die konnte eben nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Form herausfordernd und ungewöhnlich sein. Die Konstruktion als Verein entzog die geschlossenen Vorstellungen der Volksbühne der Zensur, da sie nicht zum Zwecke der Gewinnerzeugung durchgeführt wurden. Dieser marktferne Charakterzug war entscheidend für die Gründung der Volksbühne, da das Theater, so der schon erwähnte Julius Barb, eben kein Geschäft sein dürfe, sondern ein soziales Unternehmen sein soll. Und das soziale Unternehmen kann eben, so Barb, ihrem Wesen der Gemeinschaft gemäß nur durch die Gemeinschaft selbst organisiert werden. Daher sei es notwendig, soziale Formen der Führung des Theaters zu finden und durchzusetzen. Wir sehen, dass unsere zeitgenössische Diskussion um kollektive Leitungsprozesse im Falle der Volksbühne für ihre Gründung und Entstehung ein ganz essentielles Moment darstellt. Nach dem Scheitern der kollektiven Mitbestimmungsmodelle in den 60er und 70er Jahren am Schauspiel Frankfurt und der Berliner Schaubühne sind mir eigentlich überhaupt keine anderen Versuche in dieser Traditionslinie Volksbühne, Schauspiel Frankfurt, Schaubühne, in denen große Strukturen durch kollektive Prozesse Programm organisieren, mehr bekannt. Ich will daran nur erinnern, dass eben die Volksbühne ganz zu Beginn dieser Bürgerverein war, heute würde man sagen, ein soziales Netzwerk. Aus der Geschichte der Volksbühne wird angesichts der Geschichte ihrer großen Autoren und, wie wir es gerade gehört haben, genialischen Regisseure und Darsteller heute weitestgehend ausgeblendet, dass sie einst entstand, weil man eine
bestimmte Form von Publikum gründen wollte, ein Publikum, das der Vorschein einer anderen zukünftigen Gesellschaft war. Und das wollte man eben in diesem Labor des Theaters ausprobieren und formen, ihm eine Gestalt geben und das stellvertretend in diesem Schutzraum des Theaters. Es ging also immer und von Anfang an um mehr als nur um gut gemachtes Theater oder billige Tickets. Es ging um eine andere Gesellschaft an der Volksbühne. Das macht dieses Theater, glaube ich, heute auch immer noch so herausfordernd in seiner Profilierung. Was damals zu einer kollektiven Leitungs- und Programmierungsstruktur führte, die den Spielplan über einen freien künstlerischen Ausschuss organisiert hat, also auch das ist sehr ungewöhnlich, die Mitglieder des Vereins hatten einen künstlerischen Ausschuss, der mit diesem Verein in engem Austausch und Tuchfühlung war und dieser Ausschuss generierte Programm. Das ist für heute ziemlich revolutionär, ungewöhnlich, aber ich finde es eben super interessant, sich daran zu erinnern, so war das vor dem Ersten Weltkrieg. Nun könnte diese Konstruktion der Volksbühne, die ja doch auf einer Initiative von Arbeiter, Lesevereinen, Sozialdemokraten und Mitgliedern freier Gewerkschaften, Intellektuellen und vielen progressiven Dichtern beruhte, zu einer starken Ideologisierung dieser Programmarbeit geführt haben. Interessanterweise war das nicht der Fall. In der Tat war zwar die Gründung der Volksbühne als ein soziales Unternehmen gedacht, bis hin zur Organisationsform dieses Unternehmens. Heute würden wir eben sagen, eines sozialen Netzwerks, das von der Gemeinschaft her organisiert werden sollte. Aber einer ihrer ersten Vorsitzenden, Franz Mehring, hat das sehr schön formuliert. Politik und Poesie sind getrennte Gebiete. Ihre Grenzen dürfen nicht verwischt werden. Gereimte Leitartikel sind noch widerlicher als ungereimte. Das heißt nicht, dass die Sache unpolitisch gemeint war, aber es muss einen Umschlag geben. Und die Sache selber als Struktur und sozusagen Zelle, gesellschaftliche, soziale Zelle im größeren Gemeinwesen, das war das utopische Moment. Es hatte nichts unbedingt mit Propagandismus zu tun, sondern eine schöne andere Formel, die damals genannt wurde, war die Selbstbefreiung und Selbsterziehung der Arbeiter. Das war das Ziel. Und ich glaube, das ist auch heute noch ein sehr schönes und nobles Ziel. Dem diente die Volksbühne mit der Herausgabe von Zeitschriften, durch Führung in Kunstausstellungen, durch Vorträge, Leseabende, Kleinkunst- und Filmveranstaltungen, Studio- und Konzertveranstaltungen. Wie gesagt, ich rede über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Wer immer sich aber an die Volksbühne von Castorf und Bert Neumann, Schlingensief und Polisch, Marthaler und Kresnik, Herbert Fritsch und Ragnar Kjartansson erinnert, wird sich an dieses durchgehende Leuchten und Senden des Hauses 100 Jahre später gut erinnern. Und es hat, glaube ich, etwas mit dem sozialen Projektcharakter dieser Zeit zu tun. Was bedeutet die Volksbühne heute? Das ist für mich eine unergründliche Frage. Man könnte sie in sehr vieler Hinsicht ausführen. Ich glaube, sie darf zunächst einmal nicht weniger bedeuten als 1890. Das ist leicht gesagt, aber wenn man sich eben an dieser Radikalposition orientiert, die die Volksbühne hervorgebracht hat, dann ist das schon eine ziemlich hohe Messlatte. Die Volksbühne sucht heute keinen neuen Intendanten, sondern sie sucht ein neues Projekt. Wenn wir von der Zukunft der Volksbühne sprechen, dann schauen wir nach vorne und unwillkürlich fragt man sich heute, wo vorne denn überhaupt ist. Ich wüsste im Moment kein radikaleres Theatermodell als das ursprüngliche der Volksbühne, ich habe jetzt kurz darüber gesprochen, die ja 1890 eine nichtstaatliche Bürgerbewegung war, die sich später zwei große Häuser in dieser Stadt gebaut hat und sie nach ihrem Geist unterhalten hat. Wer sind denn nun heute die Bürgerbewegungen in dieser Stadt? Wer gründet Institute, Laboratorien, Vereine? Mir fällt auf, in der Kunst sind wir in einer Situation im Moment, gar nicht erst seit heute, seit ein paar Jahren, wo ich sehe, es gibt immer mehr Institute, immer mehr junge Künstler, die sich in Gruppen organisieren. The Institute for Political Murder, das Institut für politische Schönheit. Die Stadt ist voller Zentren für Kunst und Urbanistik, Staub und Glitzer. Das ist keine Sache, die vorbei ist, sondern das ist ein Zug unserer Zeit,
dass sich wieder diese Form von Gemeinschaften, die Gemeinschaftsräume eröffnen, bilden. Und das ist ein sich wandelnder Kontext. Das war in den letzten 25 Jahren nicht im gleichen Maße so. Das ist etwas, das halte ich für eine Entwicklung. Zu denen, die aus diesen Bewegungen entstanden wurden, zu diesen Institutionen, da scheint mir es oft so zu sein, dass sie aus ihren Fenstern eher in Angst nach draußen gucken, auf diese Bewegung, auf diese Leute, die mit anderen Zielvorstellungen und Ideen heute die Institutionen, man könnte fast sagen, heimsuchen und hinterfragen. Und im Grunde ist es umso erstaunlicher, wenn das an der Volksbühne begann oder der Fall ist, die doch als ein Verein der Selbstbefreiung und Selbsterziehung von mündigen Staatsbürgern begonnen hat. Also das ist, glaube ich, ihre Gründungs-DNA. Ich will das an dieser Stelle nicht vertiefen, aber Spaß und Sinn macht es schon, hier anzusetzen, wenn man darüber nachdenkt, wo vorne ist. Und das vor allem in einer Zeit, wo plötzlich so vieles zurückweist, in Deutschland, Polen, Frankreich, England, wo man hinschaut. Angesichts eines gesellschaftlichen Risses und der Kränkungs- und Enttäuschungsgeschichte des wiedervereinten Deutschlands, wie sie sich seit ein paar Jahren zeigt, müssen wir heute leider von einer ganz anderen Zeit sprechen, als das die Kastorf-Jahre gewesen sind. Diese 26 Jahre unterm Räuberrat waren Deutschlands bestes Beispiel einer gelingenden Wiedervereinigung. Unter dem Thema Ost arbeitete ein ost-westliches Team und lehrte uns oder zeigte uns, dass es auszuhalten ist, dass Zustände nicht eindeutig sind, dass wir es aushalten können, den Menschen erstmal als ein Wesen voller Abgründe zu betrachten, die nicht gleich in Lösungsaufforderungen münden, wenn man sich über sie beugt. Die Volksbühne hat in dieser Zeit, von der ich gerade spreche, 24 Stunden am Tag gesendet, ganz im Sinne der Gründungsväter und Mütter dieses Hauses. Und das nicht nur wegen dieser Bauchbinde, sondern in allen Salons, Foyers, Tanzbücher, steile Thesen, all das gehörte zu diesem Leuchten, zu etwas, was ein ganzes Stadtviertel belebt und durchpulst hat. Längst wurde aus diesem Osten Berlins neue Mitte. Das ist, glaube ich, eine wirklich signifikante Verschiebung. Aus dem Osten wurde die Mitte. Und das einzige Leben um das Haus ist verschwunden, die Gegend gentrifiziert, der Sexshop ist weg. Ein russischer Künstler hat ihn kurz vor seiner Verschrottung oder Auflösung gekauft. Die Volksbühne war zuletzt ein Künstlertheater im grenzerforschenden Bereich von Bühne, Geist, Musik und bildende Kunst. Das ist ein einmaliges Portfolio. Wir reden über ein Repertoire-Theater. Das ist ein Ort, in diesem breiten Spektrum hochqualifizierter Repertoire-Angebote wüsste ich kein anderes Haus in der Welt zu nennen. Ihr Kennzeichen war eine kämpferische, risikofreudige, gesellschaftspolitisch und künstlerisch extreme Gesamthaltung. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges für dieses Haus. Koordinaten waren Ost und im weitesten Sinne Resistance. Die gemeinhin attestierte Wirkung eines Hausensemble-Theaters war insofern trügerisch, als das Haus ein Ort von immer wieder neu und frei zusammengestellten Produktionsensembles geworden ist. Die Volksbühne war in diesem Sinne das wohl freieste Theater der Welt. Es erscheint institutionell jedoch immer noch wie ein großes Staatstheater, weil es eben groß produzieren kann und im Zentrum von einem Basispool von Schauspielern über Jahrzehnte hinweg getragen und geprägt wurde. Ein Hochleistungs-KBB hat das möglich gemacht. Je nach Aufgabe und Regisseur wurden Gastkünstler ergänzt, verstärkt und um die Welt geschickt. Es ist auch ein sehr modernes Modell, wo ich sagen würde, da sind wir noch lange nicht bei anderen Theatern, die man nicht so brüsk abgeschafft hat, was die Modernität von Infrastrukturen betrifft. Ja, kohärent blieb dieses Haus trotz all der Diversität durch seine ästhetisch-politische Haltung, durch seinen Versuch, politische und ästhetische Ereignisse zusammenzudenken, zuzuspitzen und zu radikalisieren. Wie lassen sich politische Ereignisse ästhetisch denken? Das war eine wichtige Frage und sollte immer eine wichtige Frage für die Volksbühne bleiben. Welche individuellen und gemeinschaftlichen Lebensentwürfe führen nicht zurück in die bürgerliche Welt? Das ist eine wichtige Frage für die Volksbühne gewesen von Anfang an.
Welche anderen und alternativen Ordnungen von Sinn und Geschichte existieren noch? Wo sind die Übergangsbereiche zwischen Kunst, Diskurs, Institution und Projekt fließend geworden? Und wie reagiert ein klassisches Theaterhaus darauf? Das sind hervorragende Experimente, die sich entlang dieser Fragen bewegen, die das Haus, glaube ich, anhaltend prägen. Ich will jetzt zum Schluss kommen. Sie merken, mein Plädoyer geht für ein freies, exzeptionelles, möglichst exzentrisches Künstlertheater. Das sollte dieses Haus bleiben. Es ist ein Ort zugespitzter Behauptung. In vorbildlicher Weise hat es politische und ästhetische Ereignisse zusammengedacht. Es war nie nur ein Stadttheater, selbst in der glücklichsten und zufriedenstellendsten Weise Stadttheater. Ich habe überhaupt nichts gegen Stadttheater, aber das, was da passierte, war auch vom Anfang an als etwas größeres Projekt gemeint. Gut gemachtes Theater allein war hier nie genug. Programm der Nicht-Eindeutigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt, um das Haus aus sozusagen propagandistischen Vereinnahmungen rauszuhalten, was schon am Anfang eine Herausforderung für die Volksbühne als Bewegung war. Ein Problem ist, dass diese letzte Volksbühnengeneration eigentlich keine neue Generation hervorgebracht hat. Es ist so viel Wissen akkumuliert in diesem Betrieb, in diesem Apparat, in dieser Mitarbeiterschaft. Wo geht das jetzt hin? Das finde ich eine riesige Herausforderung, habe ich auch sozusagen im Sinne eines allgemeinen Vortrags keine Antwort drauf, aber das muss gelöst werden. Alte Volksbühne, zu der zähle ich auch die Christ-Derkorn-Zeit. Ich würde sagen, dass auch diese Zeit sehr wertvolle Produktionen auf die Beine gestellt hat, und die Volksbühne war für mich ein Ort der Gegengeschichten, ein Ort, der eine andere Art Geschichte zu betrachten etabliert hat. Da waren Autoren wie Malaparte, Genet oder Limonov die großen Wegweiser, die auch zu anderen Ästhetiken geführt haben. Und ich finde, es darf kein Ort werden, wo jetzt eine neue Form von Geschichtsrevision betrieben wird, wo es wieder eine künstliche Stunde Null gibt. Ich glaube, wir müssen hinschauen, was lohnt es sich an den Anstrengungen aus der Derkernzeit doch vielleicht nochmal genauer anzuschauen. Ich glaube, Sie können nicht alles auf Null drehen, und es wäre auch nicht alles richtig. Also ich denke, wir sind herausgefordert, das Neue zu denken, und das Neue beginnt jetzt und nicht vor einem Jahr. Das wäre mein Schlusswort, und das hoffe ich auch, wird kontrovers. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gemerkt, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, dass ich mir eine neue Volksbühne vorstellen kann. Meine Frage ist, wem gehört die Volksbühne? Oder was ist die Besetzung eines Theaters gegen dessen Zerstörung durch eine ruinöse Kulturpolitik? In einem Artikel von Alex Lier in der BZ vom 12.06.2018 lese ich unter der Überschrift Wieder Ermittlungen gegen die Volksbühnenbesetzer, dass nun die Generalstaatsanwaltschaft gegen die Besetzer der Volksbühne vom September vergangenen Jahres ermittelt. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft offenbar das Verfahren bereits eingestellt. Außerdem wird in diesem Artikel die Senatskulturverwaltung zitiert, und zwar folgendermaßen. Die anmaßende und unberechtigte Inbesitznahme bedeutender kultureller Freiräume und die Behinderung dort arbeitender Kulturschaffender war und ist nicht akzeptabel und kein probates Mittel vorurteilsfreier, gesellschaftsrelevanter Diskurse. Diesem Statement wäre in seiner Allgemeinheit möglicherweise zuzustimmen, aber hier geht es um die Volksbühne. Und da liegt mit der Recherche der Journalistin Götz und Laudenbach inzwischen offen zutage, in welchem Ausmaß die Senatskulturverwaltung Versäumnisse und Fehler im Falle der Berufung Christ-Derkorns zu verantworten hat. Spätestens seit dem ersten offenen Brief des Volksbühnenensembles hätte die Möglichkeit bestanden, einzugreifen und die kulturellen Freiräume zu sichern. Es hätte die Möglichkeit bestanden, Derkorns Konzeption zu überprüfen und zu erkennen,
dass sie weder künstlerisch überzeugend noch ökonomisch tragfähig war. Stattdessen ließ man dem Desaster freien Lauf. Weiterhin bemerkenswert an diesem Statement ist sein ordnungspolitischer Gestus. Offenbar verfolgt die Kulturverwaltung das Ziel, den Konflikt über die Zukunft des bedeutenden kulturellen Freiraums von vornherein zu entpolitisieren. Die Besetzung wird als legitime Form des öffentlichen Protests diskreditiert, auf die Ebene des Straftatbestands reduziert und der juristischen Verfolgung überlassen. Das halte ich im Fall einer öffentlichen Institution, wie sie ein Theater im Allgemeinen, umso mehr im Fall der Volksbühne, in deren Geschichte, wie schon der Name sagt, Kämpfe der Selbstermächtigung eingeschrieben sind, für ein fatal falsches Vorgehen. Nach allem, was bisher über die Herbeiführung des Endes der Castorf-Ära öffentlich geworden ist und nach all dem, was über den kulturpolitischen Größenwahn öffentlich wurde, mit dem der ehemalige Staatssekretär für Kultur Tim Renner und der regierende Bürgermeister Michael Müller Chris Derkorn als Intendanten der Volksbühne installiert haben, reicht es nicht aus, nun zu einem üblichen Intendantenberufungsverfahren und damit zum politischen Tagesgeschäft überzugehen. Ich befürchte allerdings, dass genau dies gerade geschieht und frage mich, worin dann der Einsatz dieser zweitägigen Veranstaltung bestehen könnte. Statt den jetzigen Zustand der Volksbühne mit einer Interimsintendanz zu überbrücken, um Zeit zu gewinnen, bis der Kultursenator eine neue Leitung gefunden hat, hätte ich erwartet, dass der Nullpunkt, an dem sich die Volksbühne zurzeit befindet, genutzt wird, um die vielfältigen Verstrickungen von Kultur und Politik offenzulegen und aufzuarbeiten, wie in diesem konkreten Fall das Vertrauen in die Politik verspielt wurde. Ein solcher Prozess der Aufklärung wäre nicht zuletzt aus Verantwortung gegenüber den verbliebenen Mitarbeitern der Volksbühne vonnöten, gegenüber jenen, die als Künstler zum Ruhm der Volksbühne erst beigetragen haben, ohne sie wären wir heute alle nicht hier, aber auch gegenüber jenen, die am Beispiel der Volksbühne ihren Protest gegen den Ausverkauf der Stadt artikuliert haben. Warum also nicht die Volksbühne selbst zum Ort der Aushandlung machen, an dem über ihre Zukunft, über Fragen eines heutigen politischen Theaters, aber vielleicht auch darüber hinaus über eine neue politische Kultur weiter nachgedacht und gestritten werden kann. Gerade weil die Pläne für das Tempelhofer Feld und die Träume vom Big Investoren Money zerplatzt sind, sollte man sich die Auswirkungen der wachsenden Durchdringung von Kultur und Ökonomie vor dem Hintergrund einer strategischen Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung und die Prosperität Berlins immer wieder vor Augen führen. Um Kunst geht es dabei nicht, während es in der alten Volksbühne zumeist ja um nichts anderes ging. Bevor man wieder anfangen kann, über Kunst und ihre Produktionsbedingungen zu sprechen, müsste erst einmal geklärt werden, inwieweit uns hier in Bezug auf ein paar grundlegende Dinge überhaupt kommen, inwieweit wir uns auf Common Ground bewegen. Es geht um die Frage, wem die Volksbühne gehört. Inwieweit ist ein Theater noch Gemeineigentum und ein öffentliches Gut? Die Frage stellt sich im Zusammenhang mit der nach wie vor aktuellen Forderung nach freiem Zugang zu öffentlichen Gütern wie Wohnen, Verkehr, Energie, Daten, Bildung, Gesundheit, Kunst und Kultur. Ich denke, Klaus Dörr irrt, wenn er glaubt, dass sich die Frage der Volksbühne von der Wohnungsfrage trennen lässt, indem er sich als Intendant auf das Hausrecht beruft. Ich zitiere ihn aus der Stuttgarter Zeitung. Wir haben den Aktivisten gesagt, dass wir eine erneute Besetzung nicht tolerieren werden. Es wird keine Selbstermächtigung geben. Ich sehe auch keine Möglichkeit, mit Ihnen zu kooperieren. Im Übrigen, der Vorwurf, Chris Derkorn habe die Gentrifizierung weiter vorantreiben wollen, ist absurd. Berlin-Mitte und der Prenzlauer Berg sind längst gentrifiziert. Mit den Künstlern kamen die Kneipen, die Attraktivität der Bezirke nahm zu, normale urbane Prozesse zur Aufwertung von Quartieren weltweit. Im Grunde ist das erfreulich. Das Problem ist nur, dass damit auch der Wohnraum teurer wird. Aber das könnte die Politik verhindern. Zitat Ende. Wenn das die Basis für die Zukunft der Volksbühne sein soll, dann sollte man den Laden besser gleich schließen. Ein Theater an dieser Stelle wäre überflüssig. Diese Argumentation ignoriert einen der zentralen Konflikte in der Stadtgesellschaft Berlins. An ihm spaltet sich die Gesellschaft in Arm und Reich mit allem,
was an historischen Verwerfungen noch darunter liegen mag. Die Kritik an der Stadtentwicklung, die von vielen bestehenden Initiativen, die sich für eine andere Idee von Stadt, Öffentlichkeit und Teilhabe engagieren, aufzugreifen könnte, jetzt hingegen eine einmalige Chance für die Volksbühne sein und für die Stadt. Gestatten Sie mir zum Schluss noch eine Anmerkung zum Thema Beteiligungsprozess. Ein solcher Prozess hat seinen Namen nur verdient, wenn es tatsächlich etwas mitzuentscheiden gibt und nicht, wenn er dazu dienen soll, bereits feststehende Entscheidungen über das Wesentliche zu legitimieren. Wie sich ein Planungsprozess von unten erfolgreich organisieren lässt, hat unlängst die Planbude in Hamburg im Falle der abgerissenen Esso-Häuser gezeigt. Hier ist es einer Gruppe von Künstlern, Architekten und Stadtplanern gelungen, ein öffentliches Stadtplanungsverfahren mit den Bewohnern im Stadtteil St. Pauli durchzuführen, dessen Ergebnisse nun tatsächlich realisiert werden. Sie haben einfach einen Container direkt am Ort des Geschehens aufgestellt und die Wünsche und Vorstellungen der Anwohner aufgezeichnet. Diese waren so überzeugend, dass die Stadt der Planbude schließlich den offiziellen Planungsauftrag erteilte. Dies ist ein Beispiel, wie künstlerische und politische Praxis zusammengeführt werden können, von dem vielleicht etwas zu lernen wäre. Es zeigt, wie basisdemokratische Prozesse vielleicht doch noch hier und da möglich sind. Stichwort kollektive Wunschproduktion. Vielen Dank. Hallo. Ich bin Thomas Martin. Mir tut der Rücken weh. Weil gestern mit Alexander Scheer und zwei Freunden noch Volksbühnennachlass, ungefähr 4 Tonnen schwer, Fotowände mit Fotografien beklebt, durch die Stadt Berlin geschuppert habe. Es hat 6 Stunden gedauert. Die waren an der Stralauer Allee in so einem Self-Storage-Haus. Eingelagert ein Jahr. Es war eine Ausstellung letztes Jahr im Sommer in der Volksbühne in der Kassenhalle, da stand das rum. Das waren im Wesentlichen die letzten Inszenierungen von Frank Castorf, die man da sehen konnte in besonderen Fotografien. Und naja, die Werkstätten der Volksbühne haben das hergestellt. Es war sehr schwer, sehr solide. Sah ziemlich toll aus und niemand wollte es haben. Wir haben überlegt, das zu zersägen und der Belegschaft zu schenken oder es nach Avignon zu schicken oder sonst, wenn es nur einfach zu schwer und zu solide gebaut. Also eine sehr gefährliche Metapher. Wir haben es der Akademie der Künste angeboten, die fand keinen Lagerplatz. Wir haben es dem Senat angeboten. Wir haben es, ich weiß nicht, welchen Institutionen noch angeboten. Dem Stadtmuseum, niemand will es haben. Es ist irgendwie ein bisschen, naja, nicht nur schwer, auch vielleicht verstrahlt. Sind wir jedenfalls gestern mit diesen Dingern durch die Stadt geschippert, haben noch rumtelefoniert, will das irgendjemand haben, will es vielleicht die Werkstatt zurückhaben, niemand will es haben, niemand will es haben. Und am Ende sagte dann jemand von der Straße, stellt doch die Dinger einfach an die Mauer, an die East Side Gallery, da ist doch so viel Kunst los. Okay, machen wir, wir finden keinen Parkplatz. Wir fangen an, die Dinger auszuladen, da kommt die Polizei, okay. Also weiterfahren. Dann ruft Fair irgendjemand Bekanntes an, na Bar 25, kannte ich gar nicht vorher, in dieser Holzmarktecke. Dieses, wie ich jetzt gelernt habe, auch umstrittene Viertel, was mal eine autonome, so eine nette Exklave in der Stadt war. Völlig überlaufen und wenn irgendwo der Begriff gentrifiziert passt, dann da besonders deutlich. Und wir laufen nun mit unseren diesen riesen Platten, die zwei Mann kaum tragen können, durch diese Leute und stellen die dann irgendwo in eine Bar und sind eigentlich nur froh, dass das hinter uns liegt. Ja, so viel zum Thema Vergangenheit. Ich kann mich den Vorrednern eigentlich in fast allen Punkten anschließen. Wenn man wissen will, wo vorne ist, dann muss man natürlich wissen, wo hinten ist. Insofern sind die Traditionslinien, die ich immer wieder benenne und die man nochmal aufrufen sollte, die Herr Völker am Anfang vorgetragen hat, die Sie auch vorgetragen haben, die sind wichtig. Die sollte man nicht aus den Augen lassen, das war ein großer Fehler der Zwischenepisode.
die Vergangenheit. Die Zukunft, dieser Begriff, der mir sehr gefallen hat, Beratergremium, das man suchen müsste. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Oder die weltgrößte Besucherorganisation, die es mal gab. Vielleicht gibt es die ja noch, vielleicht ist die noch da. Wir wissen nur nicht, wie sie aussieht. Wir kennen diese Organisation nicht, weil es die so eben nicht gibt. Es gibt verschiedene. Vielleicht sollte man die bündeln, ich weiß es nicht. Ja. Es gibt Staub zu glitzern, es gibt zwei verschiedene Online-Petitionen, eine kleine mit 3.000 Stimmen, eine riesengroße mit 40.000 Stimmen. Wahrscheinlich andere Petitionen, die ich noch gar nicht kenne. Vielleicht wäre es sinnvoll, die zu bündeln und diese öffentlich noch etwas zerfahrene Debatte zu strukturieren, und vielleicht ist das ja heute der Anfang eines solchen Beratergremiums oder morgen. Morgen wird uns auch Klaus Dörr sicherlich einiges konkreter erzählen können, was er vorhat oder begründen können. Ist ja eben hier schon angegriffen worden. Was ich noch sagen will, es hat eine Weile gedauert. Anfang September habe ich mich mit Chris Krasshoff getroffen, der hier in der Sektion Darstellende Kunst ist, und habe diesen Kongress ihm angetragen, der Akademie. Damals war die Intention, na gut, man müsste eigentlich, so dachte ich zumindest, einmal all die Verantwortlichen, die seit April 2015, seitdem Dercons Intendanz bekannt gegeben wurde, all die beteiligt waren aus der Politik, aus der Presse, die das ja immer kommentiert und begleitet hat, und von den Künstlern her alle auf ein Podium setzen, um das an einem Ort mal zu diskutieren und nicht nur an verschiedenen Stammtischen, Clubs, Akademien oder Feuilletons. Das war im September. Anfang Januar habe ich mich dann mit der Akademie getroffen, die sich dazu bereit erklärt, diesen Kongress hier stattfinden zu lassen. Dann ging die Suche los, und natürlich war die erste Intention, die erste Idee, da muss unser Ensemble her, das alte, ja gar nicht so große Ensemble, die sollten doch hier sitzen. Und es war schwer, jemanden zu finden. Vor zwei Stunden hat Alexander Scheer abgesagt, der eigentlich noch kommen wollte. Er wäre dann der Einzige gewesen von den Schauspielern. Viele haben gesagt, sie müssen sich davon emanzipieren, abnabeln. Sie können nur noch mit Schmerz darüber reden, oder sie wären verrückt, wenn sie das weiter tun. René hat lange hin und her überlegt, komme ich nicht. Nein, es will mich zu sehr verletzen. Herbert hat ganz am Anfang, ja, ich komme, ich werde da reden. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. Dazwischen liegen natürlich Monate, und ich verstehe jeden Einzelnen, der das nicht mehr schafft. Ja. Es ist schön, hier noch ein paar Überlebende der Volksbühne zu sehen, die immer noch da sind. Und ich hoffe, dass sich alle äußern. Es soll eine offene Debatte sein. Jeder, der darüber gekränkt sein sollte, dass er nicht eingeladen ist, der kann sich äußern und kann mitdiskutieren. Das ist die Idee. Für mich selbst ist die Volksbühne ein besonderer Ort. Ich war, glaube ich, das erste Mal da 1977 als Kind mit der Schulklasse. Und es gab ein kurz langweiliges Theaterstück, das hieß Die Bauern. Das war eine Qual, da hinzugehen, und dann ging plötzlich, in dem Vorhang gab es glaube ich nicht, da ging das Licht an, und da war eine riesige Treppe und grobschlächtige Schauspieler, die grell geschminkt waren und zotige Witze in aber sehr interessanter Sprache erzählten. Also viel mehr weiß ich nicht, es war auch kaum was zu verstehen inhaltlich. Es war sensationell, es hat mein damals sehr kleines Weltbild verändert. Ich war danach noch ein paar Mal im WE, kam aber immer wieder zurück in die Volksbühne, und da waren so Inszenierungen wie, dann alle so merkwürdige Titel, Die Schlacht, Heiner Müller, Karge Langhoff Inszenierung, da saßen vielleicht 150 Zuschauer drin, das sind in der Volksbühne drei Stuhlreihen, da ist nicht viel los, aber es war wie eine Kathedrale, es war eine grelle, unglaublich kräftige Inszenierung, frech, also naja, wenn man jung ist, 14, 15, in der DDR aufgewachsen ist, guckt man sich manchmal um, darf sowas überhaupt gesagt werden. Ne? Dieser Mut zum Besonderen, auch der Mut, vor mal einem leeren Haus zu spielen, war interessant, die Vielfalt der Formen, das, was ich nicht mehr erlebt habe, die Besong-Inszenierung, Besong, der ganz wichtig war für diese Volksbühne, der Name ist heute noch gar nicht gefallen, der nicht als neutraler Schweizer sagenhaft das Theater und Spektakel gemacht hat und das Theater für die Straße geöffnet hat, der hat das gemacht, weil er aus einer bestimmten Schule kam, die Schule heißt Brecht.
Der hat es dann, wie wir das alle wissen, am BE sehr schwer gehabt, am Deutschen Theater relativ leicht, hat er seine Welterfolge gesetzt und kam nach dem, was es auch mal gab, die Generalintendanz von Wolfgang Heinz, der in einer dieser zahllosen Volksbühnenkrisen das Deutsche Theater, das Maxim-Gorki-Theater und die Volksbühne zusammenleiten sollte. Ich glaube, der hat ein bisschen länger durchgehalten als Derkon, 9 Monate oder so. Danach kam Besson und mit Besson fing das Theater an zu tanzen. Es gab diese Spektakel, ich glaube 2, 3 oder 4, die zum ersten Mal das gemacht haben, wovon Piscator noch geträumt hat, dieses Haus, den Baukörper selber als Theater zu benutzen und zu bespielen, zu bespucken, zu beleuchten, zu beschmieren und einfach ringsherum, oben, unten nur zu spielen und Theater zu machen. Und das war in dieser DDR-Zeit, ich glaube das erste Spektakel war 72 oder 73, Elke, du wirst es bestimmt besser wissen, da war eine Menge los. Das war so ein bisschen wie, ich kann mich als Kind sehr dunkel erinnern an die sehr hell strahlenden Weltfestspiele 73. Und das war so ein bisschen so, wenn so ein Besson-Spektakel war, war das wie Weltfestspiele. Das war dann mit dem Weggang von Besson wieder beendet, war ein großer Cut. Es hieß nicht, dass es an der Volksbühne dunkel wurde, es wurde sehr speziell. Heiner Müller fing an zu inszenieren, der machte den Auftrag da oben in dieser kleinen Bude im dritten Stock, wo wieder so ein extrem grelles Theater war. Ich kann mich erinnern, dass Jürgen Holz halb nackt wie ein Irrer immer 10-mal zwischen diesen Brandmauern hin und her raste und sich dagegen watschte. Das war speziell, die Texte waren besonders, diese düstere Müller-Ästhetik, diese Endgültigkeit seiner Verse. Dann kam Macbeth auf der großen Bühne, das total unverständliche, total alles wieder in Frage stellende, grelle Theater, auch sehr angegriffen von der offiziellen Kulturpolitik. Und dann, naja, dann war nicht mehr lange, dann gab es etwas, was wir der Mauerfall. Es gab zuvor noch eine besondere Sache, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, es war, glaube ich, so ein staatlich verordnetes Berlin-Spektakel 1987. Es war auch eigentlich entsetzlich banal und langweilig. Es gab aber an versteckten Orten im Keller, in der Kantine, oben unterm Dach, im dritten Stock und sonst wo kleine Sachen von Autoren, wie die damals so unbekannt waren wie heute, Lothar Trolle zum Beispiel. Also sehr, sehr besondere Sachen, an kleinen Orten wie versteckt standfanden, die aber mehr transportiert haben über die Gesellschaft, über das Theater, als dass es auf der großen Bühne stattfand. Und seitdem war auch zwischen Castorf und mir dieses Berlin-Thema immer sehr wichtig. Berlin ist, wir wissen alle, was für eine besondere Stadt Berlin ist. Wir wissen gerade nicht, wo vorne ist. Wir wissen, wo hinten ist, das wissen wir. Wohin Berlin sich entwickelt, diese besondere Stadt, keine Ahnung, wer weiß es schon, wer kann das definieren, wer kann das sagen? Also, wenn ich gestern da mit Cher und diesen verdammten Platten da über den Holzmarkt spaziere, wo sich eigentlich die ganze Stadtgesellschaft in der Verschiedenheit trifft, ist es vielleicht ein interessanter Ort, aber der wird, es ist eher eine Frage für die Stadtentwicklung und für den Tourismus. Berlin ist, es ist nicht mehr so einfach zu sagen, wie Walter Benjamin noch sagen konnte, Paris ist die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Oder wie man sagen kann, New York ist die des 20. Ist Berlin die des 21.? Ich glaube kaum. Vielleicht in einer besonderen Hinsicht. Vielleicht in der Hinsicht, dass Berlin nichts anderes hat als Kultur. Eine Stadt, die, Regierung sitzt hier, es ist auch ein sehr historischer Platz, aber ansonsten, es gibt kaum noch Industrie. Ich habe gestern im U-Bahn-Fenster, in der U2, Berliner Fenster, da stand, Berlin ist die Hauptstadt der mittelständischen Betriebe. Interessant, ja. Wahrscheinlich sind das alles Kneipen. Wo geht Berlin hin? Was ist das? Ich glaube, wenn es etwas Besonderes ist in dieser Stadt, wenn Berlin die Hauptstadt für etwas, als Hauptstadt für etwas einstehen kann, dann ist es Reflexion, Kultur. Und zwar tatsächlich, Kultur ist Reflexion, Kultur ist Erzählung. Und das bedeutet vor allem, sich, wenn man Kunst macht, sich selbst in Frage zu stellen. Und das heißt in diesem Fall, wenn wir Volksbühne mit Stadtgesellschaft verbinden, dass wir alle aufgefordert sind, darüber nachzudenken, was ist die Stadt, was ist diese Stadtgesellschaft, was ist dieses besondere Stadttheater. Und es war immer ein Stadttheater. Und es war immer gut, wenn es ein Stadttheater, wenn es sich auf diese Stadt bezogen hat. Und es hat diese Stadt tatsächlich groß gemacht. Ja? Also dadurch, dass eben nicht nur, was man landläufig mit Stadttheater verbindet, ich sage jetzt mal Heilbronn,
wo ich da noch nie war. Stadttheater heißt, Stadt ins Theater zu holen, und das finde ich wichtig und das finde ich relevant, und das ist eine Frage, die wir uns ab sofort nochmal neu unter der Prämisse Volksbühne stellen können. Ja, und ansonsten, ach ja, wie könnte die Volksbühne retten? Das ist ja, als wir diese 100-Jahr-Feier vor 4 Jahren da vorbereitet haben, da fiel mir wieder dieser schöne Satz in die Hände von Brecht, sind ja nur 4 Zeilen, wie könnte die Volksbühne retten aus der großen, nach dem Abgang von Piscator entstandenen Volksbühnenkrise, die sich von 27 bis 29, 30 hinzog, und da wurden verschiedene Unterorganisationen gegründet, die junge Volksbühne, und dann gab es verschiedene, ich glaube, Arbeitsgruppen hieß das, da gab es auch eine Arbeitsgruppe, die hieß nicht Staub zu Glitzer, das war aber irgendwas ähnlich farbenfrohes, aber es war irgendwas mit Kampf, ich habe es vergessen. Jedenfalls hatten die eine Umfrage, die haben eine Zeitschrift gegründet, junge Volksbühne, die haben eine Umfrage herausgegeben, wie können wir die Volksbühne retten, welcher Weg führt aus der Krise, und Brecht ist jetzt ein paar Mal wieder in verschiedenen Facebook-Seiten aufgetaucht. Brecht schreibt, bereitet dem Vorstand seelische Aufregung, soweit dies möglich ist. Dann geht der Vorstand vielleicht früher mit Tod ab, als jetzt zu befürchten steht. Ich meine wirklich, dass diese Leute, die sich in den Besitz des schönen Hauses und so vieler frecher Ausreden gesetzt haben, einfach körperlich verschwinden müssen. Man muss sie nicht gleich umbringen, aber die seelischen Aufregungen, die man dem Vorstand, wer auch immer das wird, bereiten sollte, da sollte man nicht hinten anstehen, damit sofort loszulegen, sobald der Vorstand da ist. Okay, danke. Ich bin jetzt eingeladen, aufgefordert, was ich noch nie gemacht habe, zu moderieren. Wir haben das ja als offenes Forum angeboten. Jeder kann jetzt sich melden und sich mit den Vorrednern in Verbindung setzen. Wollt ihr euch vielleicht hier hinsetzen? Haben wir denn sowas wie Saalmikrofone, die wir rumgeben können? Okay, danach gibt es eine Pause. Ja, gibt es Fragen? Das würde mich jetzt wirklich überraschen, wenn es keine gäbe. Da ist eine Frage, da ist eine Frage. Können Sie das Mikro? Ja, danke. Ich wollte mal fragen, wie sieht das eigentlich mit der Kohle aus? Also der, wie das mit dem Geld aussieht, würde mich einfach mal interessieren. Also Derken hat ja schon im Vorfeld irgendwie ziemlich viel Geld bekommen, ne? So ein paar Millionen. Wie jetzt stelle ich mir das irgendwie so vor, der hat ja irgendwie da diese ganzen Leute irgendwie eingekauft. Also von der Finanzabteilung ist niemand hier, glaube ich. Weiß es einer? Also ich nehme mal, vermute mal oder möchte es gerne wissen, also die Verträge, die... Da ist jemand. Die Verträge, die der da praktisch irgendwie abgeschlossen hat, ne? Also mit zig Leuten da, also die da irgendwie eingekauft wurden oder also wo die jetzt auch noch irgendwie auftreten, also wo die Spielzeit da wohl irgendwie noch länger geht, die er vielleicht auch wieder nach abgeschlossen hat, frage ich mal so. Die müssen die alle irgendwie ausbezahlt werden? Also ist da irgendwie der Berliner Senat irgendwie regresspflichtig? Hat Derken eine Abfindung gekriegt, würde mich mal interessieren. Oder ist der überhaupt in irgendeiner Form irgendwie regresspflichtig da? Also für diese Pleitengeschichte oder beziehungsweise der Senat? Also ich möchte einfach mal, dass der Berliner Senat irgendwie der Berliner Bevölkerung sagt, wie viel Geld da vergeigt wurde. Der Senat steht da. Nicht der ganze, nur einer, der das ja auch geerbt hat. Ja, dann geht doch zu ihm. Also ich bin jetzt hier und ich glaube, dass das jetzt vielleicht auch
dass ich vielleicht auch einfach die Chance kriegen sollte, die Frage zu beantworten, weil Müller kommt ja jetzt trotzdem nicht hierher. Also die Situation ist die, die Volksbühne hat Rücklagen in Höhe von 2 Millionen Euro. Diese 2 Millionen Euro Rücklagen, oder hatte zum Ende der Intendanz Castorf 2 Millionen Rücklagen, diese 2 Millionen Rücklagen waren gesperrt worden von uns. Das heißt sozusagen, die standen Dacon für die Zeit seiner Intendanz nicht zur Verfügung. Zweitens, das Abgeordnetenhaus hat Herrn Dacon in der Vorbereitungszeit insgesamt einen Vorbereitungsetat von, ich glaube, ja, das müssen so ca. 2,5 Millionen gewesen sein, also 1,6 Millionen für das Jahr direkt vor dem Beginn seiner Intendanz. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, der größte Vorbereitungsetat, den es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland für eine Intendanz jemals gegeben hat. Diese sind bewilligt worden vom Abgeordnetenhaus, also vom Parlament, und sie sind bewilligt worden für das Konzept, das Dacon vorgelegt hat, für das Dacon geholt worden ist. So. Diese Gelder sind ganz normal abzurechnen gewesen. Diese Gelder sind auch nicht vollständig verausgabt worden, sondern sie sind zum Teil dann in die Spielzeit mit eingeflossen. Und jetzt ist die Situation so gewesen, dass als ich die Entscheidung getroffen habe, Herrn Dacon zu sagen, dass ich glaube, dass es keinen Sinn hat, hier miteinander weiterzumachen, dass ich das nicht zu einem Zeitpunkt getan habe, wo die Volksbühne im Keller war, also wo sozusagen irgendeine Art von Zahlungsunfähigkeit oder irgendwas in der Art und Weise drohte, mal abgesehen davon, dass die Volksbühne als LHO-Betrieb, wie das haushaltstechnisch heißt, ohnehin nicht einfach pleite gehen kann. Mir ging es aber darum, dass kein Ansatz erkennbar war, dass das, was sozusagen der Ansatz war, mit dem Chris Dacon seine Intendanz begonnen hat und das sich ersichtlich als nicht tragfähig herausgestellt hat, dass es keinen Ansatz gab, irgendetwas anderes zu tun. Und mit der Beendigung der Intendanz, und da kann ich auch gleich auf Frau Tiedemann eingehen, habe ich Klaus Dörr gebeten, kommissarisch die Intendanz zu übernehmen. Kommissarisch die Intendanz zu übernehmen. Und ich will nur sagen, ja, diese kommissarische Intendanz gibt es deswegen, damit wir Zeit haben zum Nachdenken. Man kann ihr jetzt allerdings auch nicht vorwerfen, dass sie kommissarisch versucht, den Laden wieder hochzufahren, indem es weder ein spielfähiges Repertoire noch Schauspielerinnen und Schauspieler noch Dramaturginnen und Dramaturgen gab, aber eine engagierte Mitarbeiterin und Mitarbeiterschaft, die ja alle noch da waren und die arbeiten wollen. Und ich finde im Übrigen, man hat nicht nur Verantwortung für Beteiligungsprozesse, sondern umgekehrt auch für Landesfinanzen. Und ich wollte einfach nicht länger dazu gucken, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Volksbühne bezahlen dafür, dass sie eine engagierte Arbeit machen wollen, die sie nicht machen können. Oder wie es John Götz damals in der Abendschau ausgedrückt hat, es geht schlicht nicht an, wenn der Kühlschrank voll ist, permanent den Lieferservice zu bestellen. Und das dann auch noch, zumindest wie sich im Ergebnis rausgestellt hat, mit Speiseprodukten, deren Genuss jetzt keine größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit mit sich gebracht hat. Insofern, also die Situation ist so, wir haben die Intendanz mit Chris Dacon beendet, wir haben uns, um einen Rechtsstreit zu vermeiden, so macht man das, auf einen Vergleich geeinigt. Und dieser Vergleich ist, dass er bis zum Ende des Jahres sein Gehalt weiterbezahlt bekommt. Alles andere hätte dazu geführt, also er hatte ja einen Fünfjahresvertrag gehabt, er hätte sicherlich für sich selber, wenn er sagt, künstlerisch nicht überzeugt, na okay, wenn ihr jemanden anders haben wollt, dann zahlt mich aus bis zum Ende der Intendanzzeit. Das war eine Frage von Verhandlungen, darüber zu diskutieren, was geliefert worden ist. Und am Ende haben wir uns auf diesen Vergleich verständigt. So. Das versuche ich zu ändern, dass ich arbeite daran, dass die Bezüge oder die Gratifikationen künstlerischer Leitung zukünftig offengelegt werden. Derzeit ist der Rechtszustand so, dass sie nicht offengelegt sind und die Offenlegung verboten ist. Ich ändere daran, das zu tun, auch das habe ich geerbt. Es gibt Klauseln in Verträgen und so weiter, das ist durchaus üblich. Es gibt wenige Städte in Deutschland, die es anders machen und ich arbeite daran, dass wir es auch anders machen. Derzeit ist es noch so, das heißt, darüber darf ich keine Auskunft erteilen. Es ist jetzt aber schon mal immerhin interessant zu wissen, man kriegt ja ungefähr eine Relation, wer sich ein bisschen genauer auskennt, weiß auch ungefähr, was man für so einen Job bekommt. Es ist ungefähr, man kann schon ungefähr überschlagen, was da am Ende noch übrig bleibt, aber es ist jetzt sozusagen so, der Vertrag wird nicht ausbezahlt, um die Frage zu beantworten, sondern bis Jahresende wird bezahlt und danach ist Schluss. Ansonsten gelten Regeln im Theaterbetrieb für den Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nicht künstlerischen Bereiche haben in der Regel unbefristete Arbeitsverträge. Die im künstlerischen Bereich, da gelten bestimmte Regelungen darüber, Nichtverlängerungsmitteilung und dergleichen mehr. Ich muss jetzt allerdings auch dazu sagen, so viele Schauspielerinnen und Schauspieler gab es ja gar nicht jetzt.
wo man hätte sowas irgendwie regeln müssen oder regeln können. Und ansonsten ist es so, dass bei allen, die jetzt temporär dabei waren, das Prinzip galt, und das finde ich jetzt auch erstmal richtig, man hält die eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen ein und versucht parallel dazu sozusagen Stück für Stück erst einmal dafür zu sorgen, dass der Theaterbetrieb wieder beginnt, dass die Gewerke zu tun haben, dass die Bühne bespielt wird, dass sie genutzt wird, dass überhaupt erstmal am Haus etwas wieder passiert. Denn ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es so, ich bin sehr oft da und fahre da auch sehr oft vorbei. Ich will, dass dieses Haus endlich wieder den Charakter eines öffentlichen Hauses bekommt. Das sieht derzeit für mich aus wie so ein großes Sarkophag. Und dazu gehört dann jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren. Das ist alles nicht meine Aufgabe, da wird Klaus Dörr morgen sicherlich was dazu sagen, wird sicherlich auch eingehen auf die, die Bemerkungen, die jetzt hier in den Eingangsforen gelaufen sind. Ich kann Leute nur auf Basis der geltenden Rechtsordnung in Regress nehmen. Wenn es Regressvorgänge gäbe, dann würde ich es tun. Ich sehe keine, wir haben das natürlich geprüft. Umgekehrt sage ich, mir war nur, also ich bin erstmal froh, dass ich an einem Punkt, wo ersichtlich noch mehr Zerstörung droht an Theaterkörper, und damit meine ich den sozialen Organismus, den Vorgang beenden konnte, was ja auch nicht so einfach ist, weil Verträge sind erstmal zu halten. Das gilt auch in dieser Rechtsordnung. Und wir jetzt überhaupt die Chance haben, auf die Suche zu gehen nach dem danach. Ich sage umgekehrt aber auch, wer jetzt sagt, es dürfen jetzt keine Fakten geschaffen werden, es darf jetzt nichts passieren. Umgekehrt aber sagt, wir müssen jetzt ganz viel Zeit haben, um diese Entscheidung zu treffen, muss den Widerspruch aufklären, wie einerseits an dem Theater nichts passieren darf, bis die Dinge entschieden sind. Umgekehrt aber wir ganz, ganz, ganz viel Zeit uns nehmen wollen, um über die Perspektiven danach zu reden. Also es gibt bestimmte Dilemmata, in denen stecke ich als politisch Verantwortlicher oder derjenige, der es übernommen hat und jetzt verantwortlich ist, drin. Die müssen an diesem Kongress niemanden beschäftigen. Also Sie müssen auf all diese keine Rücksicht nehmen. Man kann hier alles sagen, man kann hier alles fordern und ich möchte das auch. Und wir können am Ende auch darüber diskutieren, was davon funktioniert und was davon nicht funktioniert. Nur es gibt eine Person, die sich diesen Dilemmata nicht entziehen kann. Das bin ich. Soweit erstmal. Gibt es noch Fragen zu anderen Dilemmata? Ich würde fragen wollen nach den Namen der Leute, die da vorne sitzen. Ich kenne keinen davon von Angesicht. Dann fangen wir hier rechts an. Das ist Klaus Völker. Wollen Sie sich vorstellen für den Herrn? Ach so, dann wissen Sie jetzt, das Gesicht gehört zu Klaus Völker. Das ist Katrin Tiedemann. Ich bin Thomas Martin. Das ist Thomas Oberender. Und das ist Evelyn Annus. Evelyn Annus. Annus. A-N-N-U-S-Z. Evelyn. Das hat er nicht. Das liegt in unserem roten Zettel. Da steht das drauf. Das liegt im Rollator da neben Ihnen. Da ist eine Frage da hinten. Ich kann es nicht sehen. Wo? Ah, da ist ein halber Zeigefinger da. Das Mikrofon hier vorne bitte, in die, da wo der Arm jetzt hochkommt, das weiße T-Shirt. Ja. Danke. Ja, danke. Mein Name ist Alexander Radebach, einfach interessierter Zuschauer, häufiger da gewesen. Und die Frage vielleicht an die Verteidigerin der oder Verteidiger des ergebnisoffenen Prozesses, eine Idee, die ich sehr unterstütze, bei der ich mich aber frage, wo dann am Ende der Punkt gefunden werden soll, eine Entscheidung zu treffen. Also wie ist dann quasi der Abschluss eines solchen am Anfang ergebnisoffenen Prozesses zu denken und wie stellen Sie sich dann konkret, wenn man Ihre Vorschläge jetzt noch weiter konkretisiert, wie stellen Sie sich dann am Ende eine Legitimation vor, wenn sie denn nicht durch eine einzelne Person, die in politischer Funktion ist, zum Beispiel getroffen werden sollte, soll es dann irgendwie eine Abstimmung geben oder ist es dann irgendwie vor Ort und so weiter und so fort. Also Sie haben ja das Beispiel Hamburg genannt, vielleicht können Sie da noch einen Satz zu sagen? Also das Beispiel Planbude ist halt sozusagen ein selbstorganisierter Prozess. Das habe ich jetzt erwähnt. Eigentlich lässt sich das natürlich nicht eins zu eins übertragen. Aber interessant ist doch,
ob es Räume gibt, die Leute, die sich für die Zukunft dieses Theaters interessieren und ja auch in der Vergangenheit schon eingesetzt haben, ob sie diese Räume einfordern, ob sie die vielleicht einfach selbst in die Hand nehmen, diese Prozesse. Es können ja auch Parallelprozesse laufen. Es muss ja nicht sozusagen einen offiziell legitimierten Prozess geben. Man kann ja, diese Stadt ist voller schlauer Leute und Menschen, die im Theater arbeiten, die unterschiedlichste Theatererfahrungen auch einbringen können in solche Überlegungen. Also in meiner Vorstellung ist es also die Frage, ob man diesen Moment, also eigentlich auch im Sinne, wie Thomas Martin das eben am Schluss gesagt hat, also ob man diese desaströse Situation, das, was ich als erstmal auch als Nullpunkt beschrieben habe, was vielleicht nicht das Gleiche ist, wie hast du das genannt, dass du hast gesagt, es gibt eigentlich nicht so einen Nullpunkt, sondern man ist schon an die Stunde Null. Ja, das ist für mich ein bisschen was anderes. Das mit dem Nullpunkt ist eher so ein Zitat von Roland Barthes, bezieht sich auf was Sprachliches. Aber die Frage ist tatsächlich, ob es die Chance gibt, also vielleicht eine neue Institution zu erfinden, die auch dann zum Beispiel vielleicht den jetzigen Kultursenator, irgendwie, das könnte ihn auch vielleicht entlasten. Also natürlich ist mir bewusst, dass Sie da den Hut aufhaben, das haben Sie ja eben nochmal geschildert, also sozusagen qua Amt. Und sicherlich würden Sie in dem Sinne auch sagen, es ist Ihr Job, den Intendanten oder ein, wie auch immer, neues, zukünftiges, also diese Leitungsfrage zu klären. Aber wie wäre es denn, wenn man das aussetzen würde? Also wenn man diese Selbstverständlichkeit, in der diese Dinge eigentlich überall immer ablaufen, zur Debatte stellen würde und eine andere Form des Prozesses in Gang setzen würde. Vielleicht kann, vielleicht Evelyn, vielleicht, du hast ja auch so eine Art Vorschlag schon in der Richtung gemacht. Ich war gar nicht so weit, einen richtigen Vorschlag zu machen. Ich denke, das ist nicht meine Rolle. Aber wenn ich hier in Berlin wäre, würde ich sowas vielleicht wie diese Planbude einfach mal versuchen. Also ich fand den Vorschlag, solche Aushandlungsprozesse in die Volksbühne zu verlegen, um sie wieder vollzukriegen, schlagend. Um nochmal auf das, was Katrin Tiedemann gesagt hat, zurückzukommen. Also wie gesagt, ich war so ein bisschen, oder anders formuliert, ich war so ein bisschen irritiert in der letzten Woche, als bestimmte Entscheidungen eben offensichtlich schon gefallen waren und in der Presse direkt im Vorfeld dieses Kongresses vermittelt wurden, weil für mich damit so ein bisschen in Frage stand, was die Funktion für dieses Kongresses überhaupt ist. Und bislang gibt es meines Erachtens von Seiten der Politik eben keine Bemühungen, ein breiter gestreutes Beratungsgremium, jedenfalls ist es bei mir nicht angekommen, das zu konstituieren. Und im Hinblick auf den Kongress, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, hier sitzen bestimmte Leute und andere Leute sitzen definitiv nicht da und damit meine ich Positionen, nicht Personen. Und die Frage wäre schon, wie jetzt in so einem zukünftigen Prozess andere Leute mit einbezogen werden könnten und man vielleicht diesen Prozess selber in irgendeine Form auch der ästhetischen Aushandlung überträgt. So, jetzt brauche ich meine Brille, weil ich meine Notizen gar nicht lesen kann. Und natürlich müssen die Gewerke beschäftigt werden. Also ich verstehe das Dilemma durchaus, nur wenn Sie meinen, dass der Betrieb auf Teufel komm raus am Laufen gehalten werden muss, dann werden Sie das Stammpublikum nicht zurückkriegen. Wer soll denn dann in dieses leere Haus gehen? Insofern wäre die Frage vielleicht auch nochmal zurückzugeben an Sie, Herr Lederer, wie eigentlich ein Aushandlungsprozess angedacht ist in den nächsten Monaten, weil wenn das die einzige Veranstaltung hier sein soll, dann können wir ja auch jetzt einpacken. Willst du, Klaus, willst du antworten? Also ich habe in den letzten Wochen vornehmlich damit zu tun gehabt, dafür zu sorgen, dass an dem Theater der Betrieb erstmal wieder laufen kann. Und damit meine ich, ja, in der Tat, wir suchen. Also man kann jetzt alles, was jetzt passiert ist, denunzieren. Also man kann auch all das denunzieren, was Klaus Dörr jetzt versucht, mit den Kolleginnen und Kollegen zu machen. Kann man machen. Ich glaube, es geht aber nicht darum, das Theater irgendwie vollzukriegen, sondern es geht jetzt erst einmal darum, für eine Übergangsphase auch zu versuchen, in Kollaboration mit anderen Beteiligten, mit anderen Theatern, mit anderen Regisseuren mal ein paar Dinge auszuprobieren. Und das muss am Haus selber passieren. Natürlich muss das am Haus selber passieren, dass
werde ich als Kulturpolitiker weder anordnen, noch kann ich das inhaltlich vorgeben. Es wäre absurd, wenn ich es täte. Ich bin erstmal froh, dass sich jemand bereit gefunden hat, in einer Situation, die er nicht verursacht hat und die ich nicht verursacht hat, zu sagen, ich nehme das jetzt mal auf mich. Weil Klaus Dörr ist hier, nach Berlin gekommen mit dem Ziel, kaufmännischer Geschäftsführer zu werden des Theaters und nicht Intendant, kommissarischer Intendant. So. Der zweite Punkt ist, wir haben jetzt, ich glaube, es ist jetzt alles 2 Monate her und ich bin erstmal froh und dankbar, dass die Akademie und im Übrigen eine ganze Reihe von Beteiligten, mit denen ich zwischenzeitlich auch gesprochen habe, mir ist es genauso gegangen wie Thomas, ich habe auch mit denjenigen aus der alten Volksbühnencrew, den Regisseuren, Schauspielern und so weiter geredet, mit denen ich persönlich befreundet bin und auch mit welchen, die ich einfach nur kenne, ohne mit ihnen enger befreundet zu sein. Und ich kann bestätigen, was an Feedback kam, wir wollen hier jetzt nicht her. Das ist jetzt nicht der Ort. Und es wird sicherlich auch nicht der einzige Ort sein, aber wenn nach Transparenz gerufen wird, dann sage ich eben auch, es wird auch Orte geben, wo ich mich mit Leuten hinter verschlossenen Türen treffe, weil auch nur dann, wenn ich mich mit ihnen hinter verschlossenen Türen treffe, sie bereit sind, mit mir über diese Frage zu reden. Das sind zum Beispiel die Leute aus der alten Volksbühne. Ich habe verabredet, dass ich mich mit denen auch nochmal konzentriert treffe. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mich mit vielen von ihnen einzeln getroffen. Ich habe mich mit manchen von ihnen noch gar nicht getroffen, weil sie nicht in Berlin sind und darauf warten, dass der Kultursenator anruft, sondern weil sie in der Bundesrepublik an anderen Häusern inszenieren. Manche von denen sind in der Tat, nachdem sie abgemeiert wurden an der Volksbühne, auch Verpflichtungen eingegangen. Wer will ihnen das verübeln? So. Das heißt, ich habe überhaupt keinen fertigen Plan und es wäre auch irgendwie widersinnig zu glauben, dass in dem Augenblick, wo sozusagen die Ära Derkon, also dieses Interregnum, beendet worden ist, ich in der Schublade einen Plan habe und von oben herab oktroyiere, während natürlich andererseits eingefordert wird, dass alles von unten graswurzelmäßig wachsen soll, wie dieser Prozess aussehen soll. Aber ich wehre mich ein Stück weit gegen diesen Unterton, der hier schon am Anfang mitschwingt, der Kongress hat noch nicht mal richtig begonnen. Und im Übrigen, alle können an diesem Kongress teilnehmen, alle können sich äußern. Und schon wird die Frage gestellt, ob er nicht eigentlich nur eine Alibi-Veranstaltung ist. Dann sage ich mal, gibt man dem ganzen Prozess keine Chance. Und dann sage ich mal, dann ist es auch schwierig, auf Augenhöhe und in einem ernsthaften und respektvollen Miteinander über die Frage zu verhandeln, was ist die beste Perspektive für die Volksbühne. Weil es nämlich bedeutet, es gibt einige, die sozusagen sitzen auf der Seitentribüne und sozusagen kommentieren den Prozess, bewerten ihn, geben ihm Noten oder ein Rating, würde man wahrscheinlich neudeutsch sagen, und andere strampeln sich in den Prozess ab. Das wird so miteinander, glaube ich, nicht funktionieren. Ich bin total neugierig auf das, was jetzt hier passiert. Und dann werde ich vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, abgesehen davon, dass ich natürlich auch nicht nur Volksbühnensenator bin, sondern noch 2, 3 andere Baustellen habe, und werde mich mal mit ein paar anderen Leuten darüber unterhalten, was ist jetzt der nächste Schritt. Wir haben uns ein bisschen Zeit verschafft. Klaus Dörr ist kommissarischer Intendant und er legt keinen Wert darauf, dauerhaft Intendant zu bleiben. Wir haben uns die Zeit verschafft, darüber nachdenken zu können. Nicht elend viel, aber ein bisschen. Und diese Zeit werden wir irgendwie versuchen, mit einer Mischung aus Pragmatismus und Vision zu nutzen. Und wir werden unterschiedlichste Formate finden. Ich werde mit vielen Leuten reden und ich sage jetzt auch mal eins. Also das heute belastet mich hier überhaupt nicht. Aber zu glauben, dass ein Prozess, in dem man sich um ein Haus, was einem sehr am Herzen liegt, kümmern will und wo man ganz, ganz viele Gespräche führt, dass es irgendwie, dass es sozusagen für mich jetzt eine Entlastung war, mit ganz vielen Leuten zu reden, wäre auch nicht so ganz richtig. Ich sehe das aber auch als eine ganz, ganz spannende Herausforderung an. Also mir Feedbacks von unterschiedlichen Leuten zu holen, mir Tipps und Ideen zu geben, völlig widersprüchliche Ideen, was mit dem Haus jetzt passieren soll, zu hören. Aber ich habe keinen Plan hier auf dem Tisch, was, bis wann und wie und mit wem. Habe ich nicht. Dann könnte ich mir den Kongress hier sparen und dann wäre er eine Alibi-Veranstaltung, weil dann wäre er nur ein Schritt, an den ich einen Haken ranmache, bis der nächste kommt. So wird es einfach nicht funktionieren. Also ich bin selber Suchender, aber eins kann ich sicher sagen, alle Projektionen, die auf diesem Haus und alle Erwartungen, die auf diesem Prozess lasten, werde ich nicht erfüllen können, weil die Latte hängt so hoch, dass man, egal wie schnell, immer nur drunter durchrennen kann. Übernehmen. Also vielleicht eine kurze Anmerkung. Ist das an? Ja, okay. Ja. Sie haben einen sehr interessanten und sehr inhaltreichen, pointierten Vortrag hier gehalten und deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie schon eine Gedanken zu einer praktischen Umsetzung haben, also ob Sie darüber nachgedacht haben, eine AG zu gründen oder ein Diskussionsforum, weil das sind ja sehr konkrete Vorschläge, die Sie gemacht haben, an denen man vielleicht schon mal anknüpfen kann. Das ist also nicht so ein Gelaber, wie man es manchmal hört. Also,
Also ich habe im Vorfeld natürlich mit vielen Leuten diskutiert, die sich im Umfeld der Petition bewegt haben. Aber natürlich gibt es keinen Masterplan. Das ist jetzt erstmal eine Aufforderung an die Politik, weil so ein Beratergremium kann man nicht einfach am Küchentisch machen oder so, ne? Also insofern ginge es darum, zusammen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht noch kurze Anmerkung zum vorhergehenden Beitrag. Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir alle, das war überhaupt nicht als Denunziation gemeint, sondern das war eine Anmerkung zur Frage der Zusammensetzung und der Frage, wie man die Politik hier mit oder das Politische mit einbezieht. Insofern wäre ich ganz froh, wenn wir alle bei so einer freundlichen und nicht so zugespitzten Tonlage bleiben. Dann kommen wir nämlich, glaube ich, viel eher ins Gespräch. Und nochmal zu Ihrer Frage zurück. Masterplan habe ich keinen, aber es gibt vier Punkte und die würde ich gerne nochmal nennen. Das eine ist, man muss sich irgendwie unterschiedliche künstlerische Arbeiten angucken und da braucht es Leute dazu, die die entsprechende Expertise haben. Es braucht Leute, die über Formprinzipien in der Gegenwart reflektieren. Da gibt es genug Leute, die Expertise haben, die sich im Vorfeld eingeschaltet haben in die Diskussion. Es gibt Leute, die sehr viel besser als ich wissen, wie die institutionellen Bedingungen laufen und die man in so einer Arbeitsgruppe zusammenbringen könnte. Und es gibt Leute, die sehr viel mehr Ahnung von Stadtsoziologie und Vergesellschaftungsprozessen haben als ich und davon, wie neoliberalisierte Strukturen in Städten dazu führen, dass am Schluss vielleicht die Theater übrig bleiben, aber wir alle außerhalb des S-Bahn-Rings wohnen. Und die Frage, wie man sowas verschaltet. Das heißt, ich würde jetzt die nächsten zwei Tage tatsächlich als Chance benutzen, damit vielleicht auch Sie alle Ihre Vorstellungen davon, wie man so eine Beteiligung herstellen könnte und wo und was das konkret für Entscheidungsprozesse bedeutet, wenn Sie sich damit einbringen würden. Chris, du hast ein Mikro da, dann bist du. Ja. Ich danke Ihnen, dass Sie jetzt noch mal etwas dazu gesagt haben, wie Sie es eigentlich meinen. Ansonsten hätte ich Sie nicht verstanden, weil Sie nicht zu verstehen sind, weil Sie für mich auf der ähnlichen Ebene politisch argumentieren, was Sie Politikern anmahnen, dass man so nicht argumentieren sollte. Ich muss Ihnen eins sagen. Dass Sie hier sitzen, ist einfach ein Versuch von Thomas, von mir, von der Sektion, ich bin auch Schauspieler, Menschen zusammenzubringen. Es hätte Ihnen niemand verbieten können, so etwas zu organisieren. So viel dazu. Und dass das jetzt stattfindet, meine ich, ist eigentlich etwas, mit dem man auch, Sie meinten an, wie man miteinander sprachlich umgehen muss, da werde ich mich drum bemühen, mit dem man aber eigentlich umgehen kann, was jetzt hier stattfindet. Wir sind ja froh, wissen Sie, niemand hätte das verboten, kein Politiker in Berlin, was jetzt hier stattfindet. Dass das jetzt erst ist, hat Thomas und mich sehr verwundert. Da ich aber selbst Theater mache, und zwar über viele Jahre, viele, viele Intendanten, viele Kultursenatoren in Berlin erlebt habe, weiß ich auch, unter was für Schwierigkeiten solch Zusammentreffen zu organisieren sind. Es ist schon ganz schwer, Sie überhaupt hier oben zusammenzufinden, Sie zusammenzubekommen. Das ist auch etwas Eigenartiges, was wir bemerkt haben beim Organisieren. Wie holt man Menschen wann und wie zusammen? Natürlich hätten wir auch ganz viel gern gehabt, was Thomas angemerkt hat, Mitarbeiter aus der Volksbühne. Dies ist nicht, ich kann Ihnen nicht beantworten, warum das so ist. Aber ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie lang diesen Beruf und am Theater diesen ausüben, gibt es Momente, die sind nicht so einfach zu formulieren. Und das ist in diesem Kulturbetrieb die große Schwierigkeit. Sie können das vielleicht auf Ihrer Ebene durchformulieren. Am Theater gibt es Prozesse, die sind mit Menschen verbunden, wie Menschen miteinander kontaktieren. Die sind nicht so einfach zu formulieren. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum von denen nicht mehr da sind, die wir so gern erhofft haben oder hätten. Das ist auch, mir ist da nur aufgefallen, Thomas, bei dir natürlich, das ist eine gute Geschichte, die du erzählt hast, mit den Bildern, die herumgelaufen sind, seit niemand will sie, ich hätte sie genommen. Gut, ihr seid zu mir nicht gekommen. Ja, ja, ja. Aber wie auch immer, das ist aber natürlich, was so beleuchtet, auch wo es stattgefunden hat, was ihr gemacht habt.
Und ich glaube schon, bei der Findung von Prozessen oder Umgang mit dem, was jetzt hier überhaupt stattfindet in der Stadt, ist ein ganz großer Punkt, dass es, ich meine wirklich nicht Abfälliges, dass es in Berlin ist und nicht in Oldenburg. Und Berlin ist ein Punkt in Deutschland, der plötzlich sehr verschärft hervorbringt in dieser Stadt durch soziale Unterschiedlichkeiten, durch soziales Aufeinanderprallen, wie es in Deutschland nicht gab, der es auch schwierig macht, sich schnell finden zu können. Ich weiß, das, was Sie erzählt haben, Hamburg, ich war auch in Hamburg engagiert, ich weiß, ich sage nicht, wie einfach das in Hamburg ist, aber wo es Beispiele gibt, auf die man zurückgreifen kann. Du hast das mit der Volksbühne erwähnt, reaktionär ist immer jedes Theater, was nicht von früh 24 Stunden bespielt wird, ist eigentlich ein reaktionärer Ort. Das hat auch Besson versucht, anders zu gestalten, dass man also diesen Kulturort ständig benutzt. Kastorf danach auch. Und das ist wahrscheinlich so eine, zu überlegen, was macht man mit so einem Haus? Der Senator hat gesagt, er fährt da vorbei, es wird ihm schlecht. Das verstehe ich sehr, weil da irgendwas passieren muss mit dem Haus. Was weiß ich auch nicht. Aber wir sollten, glaube ich, auch vorsichtig sein, das haben Sie angemahnt, ich soll mit meiner Sprache Acht geben, auch Inhalt, ja, Sie lachen drüber. Auch inhaltlich möchte ich anmerken, sollte man auch vorsichtig umgehen mit Vorwürfen, wer vielleicht schnell jetzt irgendetwas regeln kann. Ich glaube, es gibt gar keinen, der auf Gedeih und Verderb hier was Böses oder Falsches machen will. So viel erstmal. Moment, du hier vorne war die ganze Zeit schon ja da. Mikrofon ist da, okay. Der war danach dran. Nee, nee, okay, ja, also ich wollte fragen, ich habe auf der Liste der eingeladenen Rednerinnen vermisst Vertreter der Koalition der Freien Szene Berlins, weil das, da sehe ich eine ganz große Perspektive, wenn man ein Haus jetzt neu denkt, wenn man Stadttheater neu denken will, dynamisieren will, Theater jetzt aus der Stadt für die Menschen in der Stadt, für die Themen der Stadt machen will. Ich finde, da muss man diese beiden Felder zusammenführen, weil es kommt mir fast schizophren vor, auf wie viel Aufwand in Berlin betrieben wird, um einerseits, also auch von Klaus Lederer, der hat ja nochmal wie viel Geld in die Hand genommen, um diese freie Szene zu fördern, und natürlich auch die Stadttheater sind nicht billig, aber ich glaube, es wäre eigentlich fürs Publikum, für das Theater besser, wenn wir diesen Dualismus aufgeben, weil der war für mich als Theatermacher noch nie produktiv, so wie auch eine Unterscheidung von Dramatik oder Postdramatik noch nie produktiv ist. Das eine kommt aus dem Feuilleton, das andere kommt aus der Verwaltung. Und wir haben hier im Januar eine Diskussion gemacht mit fast allen Berliner Theaterintendantinnen, und da haben wir auch diskutiert über eine institutionelle Förderung von Künstlerinnen der freien Szene an einem Haus. Das wird jetzt so ganz auf einer kleinen Spur betrieben mit diesem Doppelpassprogramm. Aber da sehe ich eine ganz große Chance, um Theater zu ökonomisieren, zu beschleunigen, aber in einem widerständigen und revolutionären Sinne, in einem solidarischen Sinne, Prozesse zu beschleunigen und Innovation, ästhetische Innovation von Theater für die Stadt zu beschleunigen. Ja, ja, wir hatten Gespräche mit dem Rat für die Künste. Ich weiß nicht, wie der letzte Stand ist. Okay, da kommt am Sonntag jemand. Silvia Fehrmann, richtig? Ja, ja. Jetzt die Mitte, da bitte. Hey, hallo. Ja, ich studiere VWL und bin einer der wenigen kritischen Volkswirte. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass wahrscheinlich Leute wie Herr Lederer, ein cooler Typ, von Leuten beraten werden, auch wirtschaftlich, die halt Neoklassiker sind, neoliberal. Nee, aber ich glaube, das ist ja nicht das Problem. Also ich glaube nicht, dass sie von Herrn Flassbeck beraten werden zum Beispiel. Und das ist dann das Problem. Und keine Ahnung, sie können sich auch mit mir später unterhalten, wenn sie mögen. Also das ist ja das Problem, dass halt die Leute, die sie beraten, sozusagen ihnen glauben machen, das ist alternativlos, das ist Schwachsinn, ja. Warte mal, bevor, danke. Hier war Nils, wolltest du irgendwas sagen? Ich habe dich da hinten, nee, ist erledigt. Dann da hinten bitte. Ja, hallo. Ist es an? Prima.
Also wie hier gerade Evelyn Arnus angegriffen worden ist, wirklich mit einem machistischen Gestus von zwei Männern, ist echt ein bisschen peinlich. Aber jenseits dessen ist eigentlich das, worüber ich reden will, das Inhaltliche. Ich finde, dass die Reaktionen darauf so heftig waren, liegt ja auch was offen. Und zwar liegt es offen, dass es hier darum geht, Privilegien und Macht, nämlich die Macht über Entscheidung, noch nicht mal unbedingt abzugeben, aber zumindest zu teilen. Also es geht um den Prozess, es geht um die Frage, oder anders, es geht eben nicht um die Frage, wer darf reden, das dürfen alle und das ist auch schön, deswegen sind wir alle da. Viel entscheidender ist aber die Frage, wer darf entscheiden? Und genau daran ändert sich ja gerade genau nichts. Also die gleichen verkrusteten Strukturen im Stadttheater, die aus allen Ecken gerade kritisiert werden, werden reproduziert. Und dass es das Bedürfnis gibt, das zu ändern, finde ich total sinnvoll. Und dass das auf so eine aggressive Art abgekanzelt wird, finde ich fast so ein kleines bisschen beschämend. Insofern kann ich nur sagen, ich finde die Vorschläge von Evelyn Arnus total gut, vor allem aber total mutig. Mutig vor allem deshalb, weil es eben tatsächlich nicht einfach ist zu entscheiden, ja, wer darf denn entscheiden, wenn es auf einmal der Herr Kultursenator nicht mehr alleine macht? Das ist nicht einfach. Da muss man überlegen, wie setzt man sich zusammen, wer macht es, wer darf nicht. Weil eine Basisdemokratie, wo alle dürfen, auch die aus Bielefeld, wollen wir dann am Ende vielleicht auch nicht. Also diese Frage ist spannend und ich fordere dazu auf, sich dieser Frage zu stellen, anstatt in den gleichen verkrusteten Strukturen zu bleiben. Ich habe in der Tat keinen Vorschlag, den ich auf die Weise jetzt darlegen könnte, genau wie Evelyn. Aber ich finde, es muss auch nicht der Anspruch sein. Es ist ja vielmehr eine Einladung, sich darüber Gedanken zu machen. Und dass die so aggressiv abgekanzelt wird, finde ich schade. Kannst du das Mikrofon gleich dem aggressiven Herrn hier vorne geben? Nein, bleib bitte hier. Da möchte ich mich bei dir persönlich wirklich entschuldigen. Wenn das so angekommen ist, tut mir das wirklich leid. Und du musst mir jetzt abnehmen, das wollte ich auf keinen Fall. Aber ich werde etwas sagen dürfen, wenn ich anderer Meinung bin, weil wir sonst zu keiner Entscheidung finden können. Es können nicht alle deiner Meinung sein und auch nicht aller meiner. Und das ist das Problem, das meinte ich, dieses Zusammenfinden von Dingen. Ja? Nur als Kommentar, ich finde genau darin liegt die Aggressivität oder lag die Aggressivität deines Beitrags, nämlich in der Unterstellung, dass man sagen wollte, alle müssten deiner Meinung sein. Das ist nicht so und deshalb ist es ja auch schön, dass wir hier sind und miteinander reden. Okay, eine Frage noch, da mit dem Hut, Mikrofon, guck mal da, da drüben, ja, danke. Freie Volksbühne Berlin-West, also ich bin in Gründung oder immer wieder neu und immer wieder mit Kaspar und Seppel und Gretel am Abfallen. Ich komme vom Stadtrand Steglitz-Zehlendorf, bin Westberliner Insulanerkind und kenne ja auch die Besetzer von letztem Jahr, war ja auch dabei und weiß auch, weil ich ein Hausbesetzerkind bin, was es heißt, auch außerhalb des Senats Gremien und Besetzerräte zu gestalten und auch Straßentheater seit aus den 70er, 80er Jahren. Ich denke, die Bewegung auch in den letzten, wo ich auch Herr Oberländer kritisiere, es gab und gibt viele Initiativen, also ich habe meinen Verein, weiß ich, 2005 bei Ihnen um die Ecke vom Festspielhaus gegründet und mein Traum ist es, dass wirklich, also erstmal will ich mich bedanken, dass ich reden darf, weil ich habe auch schon Redeverbote erteilt bekommen von beiden, rechts und links, das finde ich sehr nett, finde ich gut. Und ich fördere die Integration von uns allen und Vielfalt von uns allen. Und da ich nun Aufarbeitung Berlin-West mache aus dem Heimkinderfonds und unsere Volksbühne Berlin-West wieder zu installieren und unsere Kultur wieder mit aufzubauen, dachte, habe ich auch überlegt mit der Volksbühne, die ja nun schon älter ist als die ehemalige DDR, wie lässt sich das kombinieren mit unserem Metropoltheater, mit unseren Max-Reinhardt-Häusern am Kudamm und viele, viele mehr, 18 Häuser, Globetheater ist ja auch abgerissen worden. Wie lässt sich das mit meiner Biografie und familienhistorische Aufarbeitung von den Berlinern, den Einwohnern, den Ureinwohnern in dritter Wiege kombinieren mit den Wahlberliner, die uns ja überrollen. Wir sind ja nur 30%, die Altberliner. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir mit einbezogen werden. Also so mit unserer Kultur in unseren Weltbürgern, dass sie von unserer Provinz lernen. Also und halt vielleicht auch in der Volksbühne inszenieren oder mitarbeiten, aber
wir haben nochmal andere Mentalitäten in West-Berlin erzogen bekommen und wir sind uns auch doch ein bisschen fremd mit FDJ und freie Schule, ist einfach was anderes und das ist halt untergegangen. So, ist gut, danke. Das merken wir uns. Okay, ich gucke auf die Uhr und würde vorschlagen, wir gehen zur Sachdiskussion zurück, das heißt, wir machen erstmal eine Pause von 10 Minuten etwa, okay? Danke.